Eigentlich wollten die Ermittler Alessandra, Koraku und Hank den Abend nach diesem spannenden Minenabenteuer ausklingen lassen. Doch natürlich kommt wieder alles ganz anders. Und damit herzlich willkommen zurück zum Fest von Hemlock Let's Play, dem zweiten Tag. Wir nähern uns jetzt dem Abend und das Vorspiel heißt auch der zweite Abend. Diesmal ist es ohne Map, dementsprechend werden wir ja Vorspiel und das anschließende Szenario zusammenschalten. Der Regen hält den ganzen Tag über an. Als du zum Abendessen in der Versammlungshalle ankommst, sind die Tische an den Seiten des Raumes geschoben worden. Lampen an bunten Bändern spenden warmes Licht. Dutzende neue Gesichter stechen aus der Menge der Einheimischen mit ihren Umhängen hervor. Es sind Besucher vom Festland. In der Mitte des Raumes erhebt sich eine große Skulptur, geschmückt mit violetten und weißen Blüten, die in dem sanften Licht zu pulsieren scheinen. Im Raum wird es still, als Mutter Rachel sich an die Versammelten wendet. Freunde! Geschwister! Jeder von euch ist ein Wunder aus Zeit und Licht. Ihr seid das Versprechen eures wahren Ichs. Die Oberin hält mitten im Satz inne. Überprüfe das Kampagnenlogbuch. Falls unter Simeon Atwoods Notizen notiert ist, dass Simeon überlebt hat, fahre mit der zweiten Abend fort. Ja. Ein Schatten huscht über das Gesicht der Oberin, die plötzlich zum Schwanken beginnt. Und einen Moment lang sieht es so aus, als würde sie in Ohnmacht fallen und komische Geräusche machen. Was für eine Performance. Die Luft im Raum wird stark aufgewirbelt. Ölige Muster tanzen im Licht und du spürst eine vertraute Besonnenheit. Einige Leute treten vor, um Mutter Rachel zu helfen, aber sie hält eine Hand hoch und rafft sich selbst wieder auf. Mutter Rachel gewinnt ihre Fassung wieder. Heute Nacht ist die kürzeste Nacht des Jahres und morgen ist der Beginn der Ewigkeit. Also, lasst uns diese Nacht tanzen. Die Versammelten brechen in stürmischen Applaus aus. In einer Ecke der Versammlungshalle beginnt eine bunt gemischte Band zu spielen und der große Tanz beginnt. Mehrere freundliche Gesichter fordern dich zum Mitmachen auf. Mit wem würdest du gerne tanzen? Jeder Ermittler darf nacheinander einen anderen der folgenden Kodex-Einträge wählen. Falls es nur einen Ermittler gibt, darfst du stattdessen zwei wählen. Wir sind wieder drei. Daher jeder ein. Nachdem du die entsprechende Anzahl Einträge gelesen hast, fahre mit Auflösung 1 fort. Wir haben zur Auswahl: Mutter Rachel beobachtet den Raum genau. Neben dem Esstisch steht Lea und sieht völlig erschöpft aus. Simeon macht für eine Horde Kinder Vogelgeräusche nach. William sitzt in einer Ecke und verfasst mit Sicherheit die ersten Zeilen eines ausschweifenden Gedichts über sein Familienverhältnis. River rockt richtig auf der Tanzfläche ab. Gideon sitzt auf einem Hocker neben der Tanzfläche. Neben dem Eingang steht Judith und beobachtet die Tür. Theo nickt im Rhythmus der Musik mit dem Kopf und trinkt ein Glas Milch. Tanze für dich allein. Eine Frau in Jagdkleidung steht in der einen Ecke des Raumes. Dr. Marquez schaut dich quer durch den Raum direkt an. Also Dr. Marquez möchte ich immer nicht machen, weil es da kein... weil wir da die Beziehung nicht verbessern können. Ich würde vorschlagen, wir nehmen die drei, bei denen wir eh schon am meisten Beziehungen haben, oder? Welche sind das? River, Lea und Simeon. Ich wüsste, was ist zu diesem komischen Typen, der immer eine gute Extra-Währung gibt. Das ist doch... Ist das nicht River? Nee. Also ich würde zu Simeon gehen. Dann gehe ich zu River. River haben wir auch zwei von seinen Zielen. Gehe ich zu dem Typen, der Extra-Aktion gibt. Das ist, glaube ich, Mutter Rachel. Wie heißt der Typ? Ich weiß es nicht. Das ist so ein einfacher Bauer, der mit dem wir im ersten Szenario schon mit hatten. Den hatten wir schon gespielt. Theo ist das, oder? Theo. Heißt Theo? Der ist Glas Milch trinken, meinst du, ja? Genau, deswegen. Falls du besonders Glas Milch haben kannst. Wie viel kostet aber die? Na? Zwei, super. Dann fangen wir doch erstmal an mit dem Ermittlungsleiter. Theo. Ich gehe zu Theo. Theo, mach mir ein Bananenbrot. Alter, kann ich sein. Warum kamen wir? Wieso tanzen wir eigentlich nicht alleine? Wir ignorieren alle, machen unser eigenes Ding. Also, stimmt. Falls Theo Peters Beziehungsstufe 3 oder höher ist. Nein. Ansonsten danke, aber ich Theo rutscht in seiner Schlammpfütze aus und stößt mit einem tanzenden Paar zusammen, das wiederum ein weiteres halbes Dutzend Feiernde umstößt. In der Versammlungshalle ist es einen Moment lang still. Mir geht's gut, ruft Theo, aber als er auf die Beine kommt. Das war's. Aber es war wenigstens witzig. Okay, dann sind wir bei Dingens hier. Wie heißt er denn? Der andere Guy. Jetzt von der Reihenfolge wäre ich ja jetzt, weil wir Urlaubszeit haben. Bei mir wäre es Simeon. Falls Simeon Beziehungsstufe 3 oder höher ist, ja. Machen Sie sich bereit für Texas Tommy. Simeon wedelt mit dem Händchen,
mit den Händen über den Kopf, während die Band das Tempo anzieht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und jetzt schauen sie nach oben. Du spürst, wie etwas Kaltes und Glitschiges dein Bein hinaufgleitet. Er lächelt, schelmisch, als du eine Strumpfbandnatter von deinem Knöchel entfernst. Notiere unter Simeon Edwards Notizen, Simeon hat mit dir getanzt. Habe ich erstmal hier schön Augen gemacht. Ich wollte auch gerade sagen, hast du wieder ein neues Gehirn. Der gibt auch den einen Bewegung, die ich haben wollte, die brauche ich. Ja, der gibt einen Ein Fuß. Ja, ja. Brauche ich. Und dann haben wir als letztes River. River Dance. Falls River Horsehorns Beziehungsstufe 3 oder höher ist, sehr gut gemacht, Tabura. Nach vorne hüpfen, dann zurück trippeln. River bringt den Leuten auf der Tanzfläche den Black Bottom bei. Während die anderen versuchen, Schritt zu halten, schaust du River in die Augen und verfolgst jede Bewegung. Als der Tanz vorbei ist, klopft River dir auf die Schulter. Nicht schlecht, Herzchen. Nicht schlecht. Notiere unter River Horsehorns Notizen, River hat mit dir getanzt. Und dann fahren wir mit Auflösung 1 fort. Diesmal gibt es wohl keine XP. Das sind die ganzen Codex-Einträge. Ja, auch keine Beziehungsstufen erhöht, obwohl wir... Ja. Im Laufe des... Ich muss gucken, ob auch so richtig ist. Ja, okay, Auflösung 1 ist auch richtig. Im Laufe des Abends wird der Tanz ruhiger, während draußen im Regen der Regen unaufhörlich niederprasselt und kleine Kinder husten. Bewegen sich die Feiernden in der schummrigen Versammlungshalle wie schwerer Rauch. Dr. Marquez steht etwas abseits an einer Wand und winkt dich zu sich. Dr. Marquez, ist alles in Ordnung mit Ihnen? Irgendwas stimmt nicht, sagt sie mit leiser Stimme. In letzter Zeit sind rund ein Dutzend Bewohner des Tals verschwunden. Einige sogar in den letzten paar Tagen. Mutter Rachel scheint davon völlig ungerührt zu sein. Ist wirklich alles okay mit Ihnen, Dr. Marquez? Und dann sind da noch diese Wunder, von denen jeder spricht. Ich habe langsam den Verdacht, dass das wundersame Gefühl hier nicht einfach nur Sauerstoffmangel ist. Du erwähnst dein eigenes Schwindelgefühl und eine seltsame Euphorie in den letzten Tagen. Überprüfe das Kampagnenlogbuch. Falls Madame Pearls Tagebuch wieder beschafft worden ist, nö. Fahre mit Auflösung 3 fort. Ja, nix. Du berichtest von deinen eigenen Beobachtungen auf Hemlock Isle. Die Kreaturen hier sind mehr als nur Wunder. Sie sind entweder kränklich und unterernährt oder aggressiv und besonders wild. Dr. Marquez nickt zustimmend. Alles ist betroffen. Kränklich, hungrig, mutierend, gibt wilde Geräusche von sich und alles ist lokal begrenzt. Anderswo gibt es keine Berichte über diese seltsamen Phänomene. Nur auf dieser Insel. Sie holt eine zerknitterte Karte der Insel hervor und zeigt auf die nördlichen Hügel. Der Pearl-Hügel hält sich in den letzten 20 Jahren, seit er zerstört wurde, nicht mehr erholt. Dr. Marquez hält 2 Scheiben aus glasigem Holz hoch, die aus dem Eastwick Moor und der Pearl-Plantage stammen, und nutzt einen von ihnen, um einen Kreis um den Pearl-Hügel zu zeichnen. Die bitteren Eier heute Morgen erinnert mich an einen Bericht nach dem Tunguska-Ereignis. Ein Meteorit löst in Russland kilometerweit ganze Landstriche aus. Doch die Auswirkungen auf die Einheimischen waren noch viel verheerender. Die Lebensmittelvorräte wurden verseucht, das Vieh verendete. Die Dörfer in der Nähe wurden nach und nach aufgegeben und diejenigen Familien, die schon seit Generationen dort lebten und nicht fort wollten, verhungerten oder starben an den Folgen. Sie zeichnet einen weiteren, noch größeren Kreis um den ersten. Niemand hat etwas von einem Meteor erzählt, aber nach einem riesigen Loch im Boden vor dem Pearl-Anwesen zu urteilen, ist wohl etwas aus dem Gestein herausgekommen. Meine Arbeitshypothese lautet, dass durch den Bergbau eine Ader geöffnet wurde, die irgendein giftiges Gas oder Mineral freigesetzt hat, das die Insel verseucht. Dr. Marquez' Gesichtsausdruck wird ernst. Da ist noch etwas anderes. Etwas, das wir hier nicht besprechen sollten. Folgen Sie mir. Als du der Professorin aus der Versammlungshalle folgst, stößt eine stämmige Gestalt mit dir zusammen. Überprüfe das Kampagnenlochbuch. Falls Bertie gerettet worden ist, Auflösung 4, ne? Haben wir? Nö. Okay, ansonsten fahren wir mit Auflösung 5 fort. Tut mir schrecklich leid, leid Bertie. Ein dämliches Lächeln breitet sich auf seinem Gesicht aus. Man hat mir gesagt, ich solle mir keine Sorgen um sie machen. Die Leute haben, brabbelt er und deutet auf die Menschenmenge um ihn herum, ihren Platz. Ich hatte eine Epiphanie, aber ich habe sie wieder vergessen. Mutter Rachel hat sich um mich gekümmert. Sie hat mir gesagt, dass später noch mehr getanzt wird an der Wegkreuzung und es ein großes Lagerfeuer geben wird. Du musst dich ausruhen. Geh zurück in die Pension, sagt Dr. Marquez mit Nachdruck. Du bist dir nicht sicher, ob Bertie sie in seinem Zustand überhaupt gehört hat.
als er nach draußen stolpert. Im Kampagnenlogbuch wird notiert, Bertie hat eine Epiphanie. Bertie hat eine Epiphanie mit PH. Wir müssen ihn hier nicht mit hineinziehen. Er ist im Labor sowieso viel besser aufgehoben als in der Feldforschung. Dr. Marquez führt dich nach draußen und flüstert. Irgendwas ist mir heute vom Hügel gefolgt. Etwas Großes und Hungriges. Ich habe versucht, auf der alten Edward Farm Schutz zu suchen. Aber sie war mit Brettern vernagelt, Fenstern und Türen. Es roch fürchterlich. Irgendwas war von drinnen zu hören. Aber ich bin mir nicht sicher, was es war, sagt sie nüchtern. Als du sie um eine Erklärung bittest, schüttelt sie den Kopf. Dieser Ort ist definitiv nicht das, was er zu sein scheint. Ich weiß nicht, was die Leute des Tals auf dieser alten Farm versteckten. Aber ich werde es herausfinden. Jeder Ermittler verdient die Bonuserfahrungspunkte aus diesem Vorspiel. Die Bonuserfahrungspunkte werden im Kampagnenlogbuch unter nicht ausgegebener EP notiert. Ich habe übrigens noch einen gesaved. Können aber nicht von der Ende des nächsten Szenarios ausgegeben werden. Keine Sorge, machen wir nicht. Die Ermittler müssen entscheiden. Wähle 1. Folgt Dr. Marquez zur Edward Farm? Nee. Nein, wollen wir nicht. Fahre mit die längste Nacht auf Seite 46 vor. Oder sammle in der Nacht mehr Informationen über das einzigartige Ökosystem von Hemlock Isle. Überprüfe den Abschnitt untersuchte Gebiete im Kampagnenlogbuch und wähle ein Szenario, das noch nicht abgehakt ist. Falls du dies tust, führe den Chaosbeutel, dem Rest der Kampagne, ein Herzmarker, ein Totenkopfmarker und ein Schildmarker hinzu. Ich trage die. Wollen wir das machen mit 3 Digga? Ja, klar. Wir gehen jetzt den Weg zu Ende. Okay, jetzt bin ich gleich da. Gut, dann werden wir uns... Dein Handy. Bevor es hier wackelt und mir das Mikrofon geklaut wird, sehen wir uns dann gleich in der Kampagne, in dem Szenario. Ja, welches haben wir noch offen? Sie untersucht die Farm. Das wir gehen nicht mit ihr zur Farm, genau. Wir machen das Gegenteil von ihr, weil wir die ganze Zeit alleine gehen. Und dann dürften wir nur noch eins offen haben. Genau, das bin ich gerade am gucken. Pearlhügel oder so? Pearlhügel, die stille Heide. Ja. Genau, und sie geht... zur Farm. Genau, sie geht zu den südlichen Feldern die längste Nacht. Also, dann sehen wir uns gleich bei den Pearlhügeln der stillen Heide. So, wir sind ein bisschen gewandert und sind bei der stillen Heide angekommen. Überprüfe das Kampagnenlogbuch, falls es Nacht 2 ist, fahre mit Einführung 4 fort. Einführung 4. Du steigst aus Theos Lastwagen aus und blickst nach oben zum höchsten Punkt von Hemlock Isle. Im silbernen Mondschein weicht die schmale, kurvenreiche Straße hier der weichen, sandigen Asche, mit der die Heide bedeckt ist. Die schwarzen Felsen auf dem Gipfel des Hügels sehen wie gezackte Zähne aus. Als du den Hügel hinaussteigst, übt die umgebende Stille eine seltsame, beruhigende Wirkung auf dich aus. Über dir erkennst du Bänder aus leuchtenden Farben im Sternenlicht. Dann fahren wir mit der Vorbereitung fort. Da steht also nichts weiter drin. Ansonsten haben wir hier noch die Agenda 1. Die trockene Landschaft liegt in völliger Stille vor dir. Ein verführerischer Glanz scheint über allem zu liegen. Erzwungen, sobald auf dieser Agenda Verderben platziert wird und falls der Gegner Blutkönigin beiseite gelegt ist, enthülle so viele Marker aus dem Chaosbeutel, wie sich Insektgegner im Siegpunktstapel befinden. Falls ein Totenkopf oder Fehlmarker enthüllt wird, erscheint die beiseite gelegte Blutkönigin. Das ist das, was du meintest. Ja, ne? Die ist beiseite gelegt und... Aber wir haben momentan noch keinen Siegpunktstapel. Genau. Wir haben aber drei Schädelmarker im Beutel. Aber momentan haben wir aber 0. Normal würde man momentan 0 enthüllen. Ja, ich meine, wir hätten 3 aktuell drin. Dann haben wir Szene 1, ein verlogenes Vermächtnis, die Geschichte vom Vermächtnis des Pearlhügels ist unter den Einheimischen wohl bekannt. Die Pearls waren eine prominente Familie, wie die Hemlock und Edwards. Aber im Jahr 1906 verschwand die gesamte Familie nach einem seltsamen Vorfall. Was könnte hier passiert sein? Mhm. Ermittlungsziel. Sobald die Runde endet, dürfen die Ermittler bei der Ruine des Pearl-Anwesens als Gruppe die benötigten Hinweise ausgeben. Das sind in unserem Fall schon 6 Stück. Die Marker Totenkopf ist die Hälfte aller Insektgegner im Spiel und im Siegpunktstapel aufgerundet. Der Kultistmarker minus 1. Du darfst einen Nicht-Elite-Gegner im Siegpunktstapel ins Begegnungsdeck mischen. Schild minus 3, falls die Probe misslingt, wähle einen Insektgegner an deinem Ort. Er verwickelt dich in einen Kampf und greift dich sofort an. Und der Herz-Nupsi, falls du dich an minus 2, falls du dich an einem Unterschlupfort befindest, enthülle einen weiteren Marker. Ja, die ist alle nicht ohne. Oh wow. Meine Starthand ist dort. Ich hab eine richtig coole Starthand. So ist der Luca nicht. Nee, brauche ich nicht. Soll ich den Flugmarker reinmachen? Ich hab die Karte auch da. Ah, okay. So. Bringt es dir was, wenn ich den Flugmarker reinmache? Kannst du mal einen Zugsägenmarker reinstehen, dass du den extra zu machen? Kannst du Leute Karten ziehen lassen, weil das würde ich ganz gerne brauchen. Gut.
kann ich alles nicht machen. Ich könnte dich eventuell die obersten Arkane im Sex angucken lassen. Ja. Dann kannst du sie nach dem Bibelgradfolge angucken und im Bibelgradfolge drehen, so wie du möchtest. Also sind wir über den Top. Genau. Ich weiß nicht, ob dir was bringt, aber das könnte ich machen. Wer will anfangen? Ich könnte anfangen. Also in dem Ort gibt es einen Marker für drei. Willst du den runtermitteln? Ich ermittle den in der Runde nicht runternehmen. Okay. Ich kann also die nächste Runde runtermitteln. Ich spiele mal für eins hier die Zukunft vorhersagen. Mit drei Aufladungen. Und dann lasse ich die. Willst du? Gerne. Dann erschöpfe ich das, dann kannst du die obersten drei Karten angucken. Angucken und Bienengeräte hinlegen, ja. Dann spiele ich als zweites mein Amulett. Achso, ich wollte natürlich nochmal hier mit richtig spielen immer einen Trigger natürlich nicht vergessen, einen Ringmarker rein. Und dann spiele ich noch den Priester. Der macht nochmal drei Segenmarker rein. Oder wenn du jetzt Fluchmarker reinmachst, das könnte ich zumindest, falls ich rausgezogen werden. Naja, ich mache ordentlich was rein. So, wobei, das wäre mein Zug. Ich mache als nächsten Zug was rein. Wo ich am nächsten Zug was ausspielen muss. Mach mal schnell, ja. Mein Zug ist dann dafür schon mein. Also ich mühe mich um 10. Okay, da liegt wenigstens eine Waffe. Achso, also dieses Kokopus oben drauf. Du müllst dich und der Teil wird geil gebracht dann. Achso, lol. Ja, ich hatte die Karten schon beiseite gelegt. Ha. Ja, die Karte ist einfach drauf geschrieben. Ja, dann. Habe ich da irgendwas geändert? Ist doch egal, ist doch alles oben gewesen. Das könnte ja alles in den Graveyard, oder? Ja, aber ich weiß ja, was ich jetzt ziehe. Hey, warum das denn? Weil ich davon angeguckt habe. Ach so. Ich hatte die ja schon beiseite gelegt, so damit ich es nicht vergesse. Ja, dann mischt der Deck. Dann habe ich das nicht gemacht. Ist ja. Aber dann kannst du es jetzt machen, das ist ja eine Blitzaktion, oder? Es ist eine Blitzaktion. Oder steht da. Es war jetzt nur in deiner Runde. Gut machen. Oder schlecht für uns gewesen. Das ist natürlich gut, weil wir ja nochmal eine zweite Chance hätten. Das wäre ein Vorteil. Also, wenn es oben geile Sachen gewesen wäre, dann wäre es jetzt zu schlecht für ihn, aber so wäre dann geguckt, wer war das. So ist gut, ne? Jetzt war, genau. Ja, es müssen doof. Naja, also da war halt die Karte, nimm dir eine aus dem Friedhof auf die Hand und da liegt eine Waffe. Also wäre schon okay gewesen, dass ich nicht ohne Waffe rumstehe, die Runde. Na gut, egal, passiert, komm, ich mach jetzt und dann kannst du mal gucken. Und ich bin dann fertig. Vielleicht steht der Bruder dann noch. Naja, genau, ich muss ja schon angefangen haben, weil sonst ist das ja wieder nicht hier. Das ist ja das Problem von der Kacke. Sobald ich anfange, mille ich mich erst. Also das muss ja jetzt in meinem Zug passieren. Ja, ja. Ja, hast du. Kann ich doch jetzt machen. Ja, jetzt hast du deinen Bruder Zug gemacht. Nee, ja, ist ja genau, ich bin deinen Zug gemacht. Okay, das hier gefällt mir weniger. Das heißt nämlich, ich bin in den nächsten drei Runden. Faithless Kämpfer. Okay, gut. Dann tue ich das hier nach oben. Das so. Ja. Meinst du, die triggert sich schon selbst? Machst du Marken rein? Ich glaube, ich habe die Aktion nicht. Es sei denn, die triggert sich selbst. Es wäre gut, weil ich jetzt extra den gespielt habe, weil du gesagt hast, du machst Marken rein. Ja, ich kann so spielen, ich muss so nicht spielen. Nochmal die Frage, meinst du, die triggert sich selbst? Zählt die schon mit? Aktion, spielen. Und das hier liegt? Nee, das glaube ich nicht. Okay, dann heißt du, müssen wir danach nochmal zwei Karten spielen, ne? Also na gut, dann erste Aktion ziehe ich, zweite Aktion spiele ich, dritte Aktion spiele ich das. Gib mir mal mit Fäusten. Nice. Ja, Fäusten und ein Schaden wird es sein. Bin ich durch? Dann spiele ich mal hier die Eile. Dann kann ich mir, glaube ich, auch die Ressourcen machen. Ich hoffe, ich bekomme jetzt keinen Gegner. Ich spiele den Talisman und mache mir
4 Ressourcen und dann bin ich durch. Dann sind wir alle durch, ne? Ja. Und ich habe 6 Ressourcen. Und da kommt Samagonna. Und ich habe den Kampf verklagt. Ich werde fast. Ich nehme mal eine Ressource. Und dann gehe ich in meinen Discount. Und werfe das ab. Und da es Samagonna ist, sage ich. Ich durchsuche die obersten 9 Karten. Nach dem hier würde ich das machen. Ja, mache ich. Ist nicht auf der Hand, dann wisch ich. Hast du noch was neuen Karten? Nach dieser Trickkarte habe ich durchsucht. Und steht aber nicht drin, also misch ich. Achso. Musst du sofort sagen, welche du davon trickst? Ich glaube ja. Eine hier angehängte Karte, das heißt, wenn du eine von den dreien siehst, kannst du die auf die Hand nehmen. Ja. Ich glaube, die anderen Garnen habe ich nicht gesehen, die habe ich nur einmal im Deck, das heißt... Gut, egal. Ja. Das ist Bescheid. Ja. Gut, dann trägt die Obst. Ja, aber Garnen habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Der kommt für die anderen erstmal. Packen wir drauf, wir ziehen keinen Marker, weil wir haben noch keinen. Oder ist so ein Insekt? Nee, das ist... Ich habe einen Brutsoldat. Zurückhalten, Patrouille, Höhlenort mit Hinweisen. Kann er reinkommen? Haben wir schon einen Höhlenort? Nee, oder? Also die Brutsoldaten waren schon rein, ne? Was ist denn dann? Solange Brutsoldat spielbereit ist, bekommst du einen Ort plus 2 Schleier. Aha, okay. Ich weiß nicht, wie wir die anderen Höhlen. Also, wir haben ja so ein paar Höhlenorte im Bereich gelegt, aber ich weiß nicht, wie wir das. Ah, du hast auch so einen. Genau, aber was ist denn, wenn du ihn nicht an den Höhlenort legen kannst? Er muss patrouillieren. Aber wenn es keinen Höhlenort gibt, bleibt er dann stehen? Ja, wahrscheinlich. Du hast nur gesagt, dass wir die zurücklegen sollen, ne? Nicht auf die Brutsoldaten, oder? Ja, die Brutkönigin. Also dann würden die erstmal hier. Beim Aufbau, wenn du das Ding mal rübergibst. Dann würden die erstmal hier hinkommen. Hieß es halt. Ne, also hier haben wir so leere Felder, an die dann diese Höhlen irgendwann platziert werden. Ich weiß aber nicht wann. Okay, also können sie sich da theoretisch hinbewegen, ja. Dann sind erstmal hier. Dieser Schleier bekommt einen Ort, hat plus 2 Schleier. Okay. Value. Patrouilliert er jetzt trotzdem? Nee, der hat nicht ohne Höhlenort? Der hat nicht nur plus 2 Schleier, sondern er hat plus 4 Schleier. Ja, klar, doppelt. 7! Und das hier ist ein Hinweis, können wir der. Ich hab Kopf 4 Probe, also 5 minus 1, weil ich einen Horror habe. Falls die Probe misslingt, muss ich entweder 2 Horror nehmen oder 2 zufällige Karten von meiner Hand anwerfen. Das geht ja gut los. Tja, ich glaube, ich gehe mal so ein Ding aus und gehe auf 5 zu 4. Das? Oh. Das ist nicht gut. Wähle einen Insektgegner an deinem Ort. Der greift dich sofort an. Ein Kampfunfall greift dich sofort an. Okay, ich glaube, das wehre ich dann mal lieber ab. Okay, gut. Zieh ich eine Karte. Das weg. Wieder zurückhalten. Okay. Dann würde ich keinen Schaden. Ja, ich kann ja nichts machen. Ich nehme gerne eine gratis Aktion mit und ich möchte gerne Karten ziehen. Kann ich auch Karten kriegen? Es fehlt mir eine. Ich muss auf jeden Fall auch Karten ziehen lassen. Ja, ja, ich gewinne eine. Ich nehme 2. Warte mal, ich mache das. Ja. Mach vorher das da. Kannst du auch angucken. Okay. Kriege ich mein Deck noch gemischt. War deine Waffe dabei? Ja, nee, also es war das Ding dabei. Das heißt, wenn ich jetzt eine Probe mache, die bestehe, kriege ich eine Waffe theoretisch aus meinem Friedhof. Okay. Ich weiß aber, die Karte hier ist eine Schwäche. Warte, das ist die. Ah, das ist die nicht ganz so schlimme Schwäche. Gut, jetzt habe ich noch 3 Aktionen. Und Hand ist auch so semi-gut, sage ich mal. Ich brauche halt meinen Kartenzitut. Bewege ich mich einfach?
schon mal. Die Dudes machen ja auch erstmal nichts. Wir haben nur einen Schleier, dass du das. Die Frage, wann, wie funktioniert Patrouille, wenn es kein Höhlenort? Dann patrouillieren die nicht. Dann bleiben die stehen, ne? Das ist definitiv so. Dann gehe ich einfach mal hier hin. Kann ich hier hinkommen? Ja, klar. Ja. Du kannst du beide unten hin. Ermittler am Hain geben als Gruppe 3 Hinweise aus, füge eine Vorteilskarte, kristalline Überreste, die du kontrollierst, dem Siegpunktstapel hinzu. Okay, haben wir noch nicht. 1, 2, 3. Jetzt habe ich noch zwei Aktionen. Dann. Mache ich einfach mal 4 zu 2 auf Entdecken. 2 zu 2. 2 zu 2. 4 zu 2. Geschafft. Habe ich einen. Gleich nochmal. Okay. Schon so Druck gemacht. Gleich nochmal. Ja. Na, hast du als eins dazu geschickt schon? Wie immer. Ich kenne mal sehr gut. Na, du hast vorher beim ersten Mal gleich die Tür vergessen. Ja, so sehr nicht. Also deswegen hab ich nicht gesehen. Den kenne ich. Okay. Durch, ne? Da bin ich durch. Ja, gut. Ich wäre dankbar, wenn du vor mir machen wirst. Ich kann halt nichts machen mit dem Typen. Ach, du hast da noch einen Blut? Ja. Was macht der? Der rennt weg, wenn ich einmal drauf habe, ja? Der würde dann hier hinrennen. Und dann. Der kommt auch nicht wieder. Jo. Aber der kommt dafür der drauf, ne? Wenn ich fahre. Cool. Sag ich mal das. Dann hat er minus einen Kampf und ich hau drauf mit. Wie lange hat er minus einen Kampf? Für jeden Kampf. Nur für den Kampf? Ja. Okay. 5, 6 zu 2. Vier zu 2. Die Hälfte aller Insektengegner aufgerundet, also 1. Okay, dann 3 zu 2 für einen Schaden und der rennt weg. Ui! Und ich bekomme jetzt... glaube ich den, weil der häufiger zuhauen kann. Erste Aktion. Zweite Aktion. Mache ich mir wahrscheinlich einfach eine Ressource, damit ich den nicht so ohne ausspielen kann. Ich kann die Ressource machen, wenn nochmal ein Optimalbock kommt. Dann komme ich rüber. Kommt man von hier auch hier hin? Ja. Ich will den Zamakonda wahrscheinlich eh zu euch hinschicken, weil, dass du ihn dann nicht so ohne Down haben kannst. Weil ich mache mir trotzdem eine Ressource. Also ich habe potenziell zwei Karten, die ich ausspielen könnte. Und dann bin ich durch. Der geht. Dann spiele ich die gute Kleidung aus. Dann spiele ich, glaube ich, mal die Dietriche aus für 3. Dann hänge ich für 2 das mal an ihn dran. Geh mal hier rüber. Der kriegt kein Verderben, weil ich nicht verhandle. Sobald du den Aschenhang enthüllst, lege eine Lauf-4-Probe ab, falls die Probe misslingt, nimmst du 2 Schaden. Nett. Okay.
4-4. Ah, meine Fähnacht hat gezogen. So, dann kommt der mit mir in den Kampf. Dann bin ich durch. Ist eine Hülle, ne? Du nimmst reinlich einen Schaden mehr. Naja, kommt jetzt, der Typ springt jetzt gleich zur Bura. Okay. Wie gesagt, das ist ja die Laufprobe, ist, das wusste ich ja nicht, ne? Und deswegen gehe ich rüber, wenn sie jetzt Laufprobe ist, halt. Wieso geht er zu mir? Weil er mich jetzt, er ist jetzt mit mir im Kampf. Ja. Er haut mich. Ja. Und geht dann an ein, an er geht hier rüber. Dann verloren. Ja, er geht hier rüber. Okay. Gib ihm 3 Damage und du bist das Ding, Alter. Oh, es läuft hier, es so, läuft. Und dann jumpt er hier rüber. Gib mal hier. Dafür sind 4er Schleier. Das ist easy, easy hin mit den Dietrich. Ich bin dran, ne? Die bewegen sich nicht, ne? Ja, hat man gesagt. Enthüllung, bringe Ausdruck entnehmen dem Agentendeck ins Spiel. Als Zusatzkosten für einen Mittler, eine Karte zu spielen, muss er einen Schaden nehmen. Okay, ich habe die Chroma, ich habe die Chroma-Pestilenz, die halt wieder 6 Aufladung gibt. Ja, ich habe eine Buch-3-Probe. Wenn ich fehle, verliere ich so viele Aktionen, wie ich hart fehle. Tja, ich habe keine Buchsymbole und ich habe einen 1er-Wert. Ach, ich darf eine Karte ziehen. Weil er mich in den Kampf verwickelt hatte. Das heißt, 1-3... Dann habe ich die Runde keine Aktion. Digga, suche ich dir was? Nein. Und auch spielen zu guten Charme. Hm. Kann ich mit irgendeiner Karte was machen? So, soll ich nochmal so links reinbringen? Ja, ich nehme die auf die Hand. Komm mal, ich bin fertig. Okay, dann mache ich jetzt das. Nice try. Dann mache ich als nächstes. Sehr geil, sehr geil. Wir brauchen 6 Hinweise. Machen wir eine Extraktion, was Spaß macht. 4 Aktionen. Du brauchst Ressourcen noch? Ja, theoretisch schon. Sag mir, wie viele? Wenn ich 3 krieg, nehme ich die gerne. Ja, kriegst du 3. Wobei, 2 reichen eigentlich. Ich kann mir einen in meinem Zug noch machen, dann kannst du 3 haben. Sag, du zahlst, dann mache ich mir nämlich mit 3. Ich würde gerne noch mal angucken, weil ich weiß, dass das hier meine Schwäche ist. Ja, das würde ich gerade mit meinem Blick auch machen. Die alle meine Proben minus 1 gibt. Aber die kriegst du ja sowieso nicht weg, oder? Doch, 2 Aktionen. Ja, aber also die, du siehst ja sowieso wahrscheinlich. Also hier habe ich halt die Möglichkeit einmal zu mischen, wenn ich das Ding dann benutze. Also sag jetzt, ich habe halt auch die Karte auf der Hand und ich würde schon ganz gerne mal auf das Begegnungsdeck gehen. Dafür habe ich die Karte eigentlich gespielt. Du spielst ja hier nicht. Ja, nee, aber wenn ich rübergehe. Bei dem 4er Schleier, den kriege ich jetzt nämlich auch nicht weg. Ja, würde ich schon ganz 2 Hinweise entdecken und nicht ganz die schlimmste Karte von oben sehen. Du kriegst aber einen Schaden für Karte ausspielen, ne? Die Runde. Und dafür auch. Ja, die nehme ich, habe ich ja. Ich kann auch nächste Runde ausspielen. Also das muss ich ja nicht jetzt machen. Ich brauche das gute Line of Play gleich, ey. So, du hast die 2 Ressourcen genommen, ich habe den Schaden genommen. So. Dann habe ich jetzt noch 3 Aktionen. Ich entdecke 4-2. Dann gehe ich rüber. Und habe jetzt noch eine Aktion, dann ziehe ich eine Karte. Oder? Yes. Ich ermittle mit 8 auf 4. Na, nach oben bist du? Da hinten, okay. 8 auf 4. Minus 3. Mhm. Krieg ich einen Hinweis? Der geht auf 2.
Ich nutze den Talisman und mache mir 4 Ressourcen. Ich erschöpfe Eile. Nimm den rüber. Was macht Eile? Wenn du halt eine Aktionsart zweimal hintereinander gemacht hast, darfst du noch ein drittes Mal machen. Bei mir war es jetzt das Fähigkeit aktivieren. Und als... Warte, das Fähigkeit aktivieren ist noch keine Aktion. Natürlich steht die extra drauf. Kämpfen, ermitteln, bewegen, Karte spielen, Ressource nehmen, Karte ziehen und hier aktivieren. Aktivieren, in einen Kampf verwickeln, entkommen, kämpfen, ermitteln. Geht ganz normal. Ich spiele die Karte auch nicht zum ersten Mal. Könnt ihr auch nachlesen und da weg. Aber dann hast du jetzt hier verhandelt. Ich habe ihn jetzt hier rüber, ich habe ihn jetzt hier rüber geholt, jetzt kommt ein Verderben hier drauf. Hm. Aber wo unterscheidet sich denn jetzt zum Beispiel aktivieren von Aktivieren bedeutet immer, dass es so ein Pfeil ist. Pfeil ist aktivieren. Ja, aber ist dann hier jetzt verhandeln, das verhandeln, das gleiche verhandeln wie keine Ahnung anderes verhandeln? Nee, also wenn ich das hier ist nicht das gleiche, weil kein Pfeil da steht. Ah, okay. Genau, deswegen spiele ich das in der Reihenfolge. Okay, gut. Und dann verhandle ich und mache, was passiert, wenn man hier fällt, irgendwas Schlimmes? Bei den minus 3 Dingern greift dieses Insekt an. Ist das ein Unterschlupf? Nee. Pesthau. Okay, dann mache ich alle Proben. Und ich fange mal an. Mit der Kopfprobe. 3 auf 0. Geschafft, kann kein Verderben entfernen. Dann sage ich, ich würde dem Gegner gerne entkommen. 4 auf 0. Dann sage ich, ich würde gerne mit ihm ermitteln. Mit 4 auf 0. Erschöpfte Gegner können immer ermitteln. Ja. Und dann sage ich, ich würde ihm gerne 2 Schaden zufügen. Das ist aber technisch sehr fragwürdig. Ich finde das alles so komisch. 2 auf 0. Und dann ist er besiegt. Und dann bin ich durch. Ich könnte jetzt theoretisch schon mal verhandeln, aber komm ich nicht weiter. Dann hast du wieder 4 Proben gemacht, Steffen? Das ist doch bei mir enthüllt, oder? Enthüllt. Okay. Also hab ich nicht gemacht, na gut. Yay. Das war noch so. Gut, dann kommt hier ein Verderben drauf und dann darfst du jetzt einen random Marker aus dem Beutel ziehen, weil wir ein Insekt im Siegpunktstart haben. Kein Totenkopf und kein Fellmarker. Das passiert erst, wenn wir Wann Verderben auf die Agenda legen. Okay, dann ziehe ich hier. Also hier könnte ich jetzt den Minusmarker aus. Das ist, glaube ich, egal. Totenkopf und Fell nicht, ja. Okay. Passiert nicht. Die Buch 2 Probe ab. Erhöht die Schwierigkeit der Probe 1 zu jedem Unterschlupfort im Spiel. Haben wir irgendwie Unterschlupfort im Spiel? Nein, ne? Falls Probe misslingt, muss jeder Verderben auf den nächsten gelegenen Sitzgegner. Falls es nicht tut, okay, ich habe die Kalzifikation, ich muss eine Lauf 3 Probe machen. Ich habe ja wieder diesen geilen Gegner, den man nicht angreifen kann, außer mit Zauber, Relikt oder Wissenschaftskarten. Ich mache eine 4 zu 2 Probe. Totenkopf war was? Anzahl der Gegner im Siegpunktstab oder im Spiel, also 1. Ja, dann habe ich das geschafft. Oder? Hälfte aufgerundet. Ja. Hast du das auch abgelegt? Hast du eigentlich in deiner Runde Karten gespielt? Ich war aber nicht genau im Ort. Ist egal. Für alle Kosten, um Karten zu spielen, musst du einen Schaden nehmen. Okay, geil. Dann habe ich letzte Runde gehabt, ne? Eile hatte ich auch schon draußen, gute Kleidung hatte ich draußen. Ne, habe ich nicht. Doch, die habe ich gespielt, ja, die habe ich gespielt, richtig. Wow, geil. Dann bin ich jetzt auf 2. Oh, scheiße, ich dachte, das wäre nur in einem Ort gewesen. Nee, das ist allgemein. Ist das jetzt, die Karten hatten wir aber schon gehabt. Ist die jetzt weg, oder? Jetzt ist sie weg. Okay. Gut, was hast du für eine Schwäche? Was hast du gehabt für eine Karte? Ein Dude wieder. Der Dude, dem man keinen Schaden machen kann.
Ah, jetzt ist aber Nacht, das heißt, er ist Jäger und schwer zu fassen. Und man kann nicht mal Schaden machen. Genau. Und wenn wir halt irgendwie Karten ablegen, dann... Karten ablegen. Verwickelt er dich im Kampf und greift dich sofort an. Karten von der Hand ablegen, das ist ja immer wichtig. Okay, wir haben 6, wenn wir den letzten Dings da ermitteln. Das kannst du ja gerne machen mit den Dietrichen. Ja, ich würde erstmal meine Probe wegmachen. Wobei, ja, ich glaube, meine Probe ist erst weg. Den haben sie auch noch. Wir sind gerade 5 Minusmarker drin. Welche Probe weg? Die Kalzifikation. Dass ich Schaden nehme, wenn ich mich bewege. Ach, das Ding. Die muss ich jetzt mal weg. Du kannst gerne vor mir machen, Chef. Nee, also ich habe ja gesagt, ich wollte eigentlich mit mehr Karte 2 Hinweise entdecken, aber du hast den letzten runtergenommen und für einen spiele ich sie gerade nicht. Ja, es sind 5 Flugmarker gerade drin. Ja, aber du hast die Dietriche. Ja, richtig. Ich mache sowieso zuerst meine Dings. Also die Dietriche hat auch nicht so viel Aufladung. Ne? Klar, ich kann ihn gerne runter ermitteln, das ist kein Problem. 2 hast du noch? Ja, ich habe gerade ja einmal mit plus 1 die Aufladung auch drauf. Nee. Ding? Ach so. Die Probe muss immer plus 2 sein. Also aber die Ding ist auch noch eine Upgrade-Version, oder? Das ist ja alles die Upgrade-Version. Weil ist da nicht noch was von? Nein, nein. Bei der normalen Version wäre es so, dass du die ablegen musst. Ja, Sache ist, da ist jetzt, da kann man es vorübergehen, hat man dann halt einen 5er-Schleier, ne? Oder? Ja. Das ist ein 4er-Schleier. Ein 4er-Schleier hat eine 4 zu 4 Probe, theoretisch. Ne, ermitteln kann ich ja, ist ja kein Problem. Aber, ach so, na gut, weil du dann vor mir, ja. Achso, 4 zu 4, ja. Wenn ich so einen übrig habe, nehme ich auch gerne, dass einer das Ding wegmacht. Ich habe dann auch kein Problem, das auch wegzumachen. Es wär, ist natürlich die Sache, weil ich würde, also wenn wir das jetzt auch runtermitteln, wäre natürlich ganz toll, wenn wir wissen, was danach passiert, ne? Ja, pass auf, wenn das Line of Play zum Beispiel ist, dass du rübergehst, das wegmachst. Wir rübergehen. Zu Amuro. Wenn du meinst, du hast das wegmachst. Achso, du bist ja gleich noch am Ort. Ne. Dann würde ich versuchen, meine Probe wegzumachen. Also, kannst du auch zu uns kommen, oder? Ja, ein Gegner. Ja, nee, der ist zurück. Achso, ja, oder so. Oder kommt mal kurz erst zu uns. Dann haut er nicht im Geld. Ich spiele halt 2 Karten aus und dann kann ich noch Zeug kaufen. Das kann ich auch machen. Ja, dann mach das und dann versuch das schlecht wegzumachen. Und einmal das und dann bewege ich mich. Gut. Okay. Soll ich machen? Ja. Dann mache ich 2 Aktionen aus dem Deck. Okay. Du musst einen Nuptial tun. Und dann. 1, 5. Ja. Jetzt brauche ich bei Leo einen, das will ich nicht. Dead! Und sehe eine Karte. Nice! Mann, schwäche. Läuft! Ja, für die Leute dann heute. Wenn du dann ins Zug ist, dann bin ich auch schon raus, dann kriege ich ja schon mal Schaden. Ach, scheiße. Direkt, ne? Direkt. Das sind die schon raus sind, ne? Oder die beiden? Die sind hier. Ne, die sind gesehen. Achso, ist gut. Hier, danke. Da kommt da rein, ne? In den Beutel. So, ich wollte mal das nächste holen. Hier ist noch eins. So, dann darfst du. Tja, ich versuche mal meine Schwäche wegzumachen. Mein Dings, diese Kalzifikation mit 5 zu 3. Das heißt, irgendwo man noch Schaden nehmen kann oder nicht? Ja. Du hast schon so viel Schaden, ne? Ja, dann versuche ich es nochmal mit 5 zu 3. Fehler? Okay. Du hast den gerade gezogen. Was hast du denn davor gezogen? Den minus 5. Nice. Dann ermittle ich mit 8 zu 4. Minus 2, falls du dich immer unterschub, kriege ich den Hinweis, nämlich durch. Das heißt, am Ende der Runde können wir losgehen. Geht gar nicht runter, bitte. Was? Am Ende der Runde. Also sobald die Runde endet, dürfen Ermittler bei der Ruine des Pearls, also hier, 6 Hinweise ausgeben. Oh Gott. Ich habe nur 3. Also nächste Runde hingehen. Okay. Dann sind wir durch, ne? Ah, das heißt, schick, dass wir ja noch rübergehen müssen. Chrombest, die dann triggert. So, schon bei 2 Aufladungen. Jetzt. Ich kriege eine Ressource. Und dann kommt hier wieder eine Marke drauf und ein zufälliger Marker wird enthüllt für die Brutkönigin. Ja, komm nicht.
Schlaf vor Angst. Ich habe hier die Fäulnis. Tschüss, Walfinger. Gute Reise. Ah. Ich habe einen Gegner. Also, zurück ein. Schlaf vor Angst. Ne, Alter. Schlaf vor Angst. Kopf 3 auf 3 Probe. Krieg ich wieder los. Aber der. Was macht das? Wenn du das erste Mal in der Runde folgende Aktion ausführst, bewegen, kämpfen oder entkommen, bla bla. Achso. Ja. Wie soll der irgendwann angreifen, wenn der zurückhaltend hat? Der besiegt sich halt selbst, nachdem er einmal angegriffen hat und dann ist er hier im. Musst du halt Kraft nehmen. Staffel. Ja, aber er hat halt noch nicht mal Jäger oder so irgendwas. Das heißt, den können wir doch einfach komplett ignorieren, oder? Ja, aber das geht ja um die Macke hier. Ne? Ja, deswegen. Die werden nur mehr. Na ja, gut, aber ob der jetzt hier im Spiel liegt oder im Siegpunktstapel, ist halt dafür. Ja, vielleicht ploppen die da auf oder so, keine Ahnung. Okay. Vielleicht gibt es irgendwas, ja. Dass die. Na, ist immer noch 5 Fluchmarker drin. So, okay. Tja. Also ich kann rübergehen und versuchen, den zu töten. Jo. Soll ich damit anfangen? Gerne. Wie kommen die jetzt rein? Achso, das passiert jetzt schon, ja. Unterhaltsphase. Na gut. Erste Aktion, bewege ich mich hier rüber. Meine Probe. Wobei, warte mal, was ist hier? Ist hier irgendwas Böses? Nee, ne? Also doch, ein Insektgegner an deinem Ort verwickelt dich in den Kampf und greift dich an. Das wollen wir nicht. Ah, und somit kann auch der angreifen. Verstehe. Gut, dann habe ich den jetzt hier im Kampf. Der haut nur ab, wenn ich auch treffe, ne? Also, wenn ich fehle den Angriff, dann rennt er nicht. Richtig, ja. Gut. Sag mal, komm. Dann hau ich drauf mit 5, 6, 7, 8. Ich nehme ein Horror. Zu 3, ich kann theoretisch auf 10 zu 3, aber so viel Minusmarker kann versuchen wir es mal. Und dann gucken wir mal. 11 zu 3. Wow, er ist tot. Ich habe einen Gegner besiegt, dann heile ich einen Horror. Vielen Dank, Mann, die sagen, das ist deine Schwäche. Ja. Danke. Wer hat letztes Mal deine Schwäche weggemacht, ne, Steffen? Steffen hat meine Schwäche auch weggemacht und ich habe mich bedankt. Also ja, nee, ich meine, letztes Mal habe ich deine auch weggemacht. Ja, das ist doch schon der Mine. Da hat er damit ja nichts zu tun. Ja, klar. Da hat auch so nichts gesagt. Da bin ich mir gar nicht sicher. Ja. Kann ich mich nicht daran erinnern. Doch, das habe ich sogar noch angesprochen. Und dann. Ja, den Kampf nehmen bringt halt nichts. Ziehe noch eine Karte. Kannst du gerne wollen machen. Ich mache hier Proben. Also, ihr müsst beide auf jeden Fall rüberkommen. Ja, mal gucken. Ne, das ist nicht mal gucken, das ist alternativlos. Ich muss das Ding hier wegmachen. Ja, was ist, was hast du denn? Du brauchst doch Dings. Fußsymbol. Ich gebe dir 2, dann fängst du an. Ich gebe dir einfach 2. Dann bin ich jetzt bei 7 auf 3. Gut, ist die weg. Du hast immer noch stark vor Angst. Ja, ich weiß. Und dann sind das jetzt Aktion Nummer 2 und 3. Ja, Staffelangst kannst du ja nicht wegmachen, sondern ist ja am Ende der Runde, ne? Ja, genau. Ja, das Zug ist durch. Ja. Genau, und dann mal kurz gucken. Könnte ich mich theoretisch nochmal bewegen? Das macht aber ich habe deine Schwäche besiegt, der ist nicht hier. Dann mache ich eine Kopf-3-Probe. 5 auf 3. Ja. Minus 2, ne? Mhm. Geschafft. Nee, minus 1. So. Nee, 3, nee, 1. Nee, ich mache ja auch so. Minus 2, ja. Ist weg. Sehr gut. Okay. Meins geht schnell. Ich gehe rüber und mache mal schlecht. Gut, dann. Dann haben wir. Haben wir jetzt noch einmal versorgen? Versorgen. Dann schnappe ich meine Rüstung, mein Dings hier. Und dann rücken wir jetzt vor. Also ihr gebt eure Inhalte aus. Mit so. Ja. In den Ruinen des Pearl-Anwesens findest du
das Tagebuch von Susan Pearl. Es beschreibt die Bestrebung, die Tunnel unter dem Hügel zu erforschen. Aufgrund ihrer labyrinthartigen Strukturen bohren sie das der Kaninchenbau genannt. Vielleicht sind einige Mitglieder der Pearl-Familie dabei, in den umliegenden Tunneln verschwunden. Aber warum? Du beschließt, der Sache nachzugehen. Bringe die drei beiseite gelegten Orte aus dem Begegnungsschrecken im Felsen verhüllt und benachbart zu den drei Startorten zufällig ins Spiel. Wie auf Seite 20 im Kampagnen-Inhaltfaden beschrieben. Mische die übrig beiseite gelegten Orte Salzkammer, Larventunnel und Kristalline Bootkammer mit den obersten drei Karten des Begegnungsdecks zusammen und teile jedem Ort im Spiel eine zufällige Karte zu. Platziere die Karten jeweils unter dem Ort. Wir machen. Also die nächste Szene. Ist auch die letzte Szene. Der Kaninchenbau ist wahrscheinlich die letzte Ruhestätte der Pearl-Familie. Ihre Überreste zu untersuchen könnte Licht ins Dunkel bringen, was wirklich hier geschehen ist. Falls sich keine Hinweise auf deinem Ort befinden, ziehe die obersten Karten unter deinem Ort. Als Aktion und als Blitzaktion, Ermittler an deinem Ort dürfen als Gruppe drei Hinweise ausgeben, sieh dir die oberste Karte unter deinem Ort an. Du darfst jene Karte unter allen anderen an deinem Ort legen. Du darfst jene Karte unter alle anderen an deinem Ort legen, okay. Ermittler an deinem Ort dürfen als Gruppe drei Hinweise ausgeben, sieh dir die oberste Karte unter deinem Ort an. Du darfst jene Karte unter alle anderen unter deinem Ort legen. Ermittlungsziel, falls jeder unbesiegte Ermittler aufgegeben hat und sich ein oder mehr Kristalle der Überreste in Siegpunktstaffeln befinden, rücke vor. Okay. Also gibt es jetzt quasi Kristalle Überreste unter den Orten. Was ich nicht so ganz verstehe, wir haben drei Orte, die wir ins Spiel bringen sollen, die drei Höhlenorte. Genau. Aber hier sind vier eingezeichnet. Das ist Norway, oder? Ja, die sollten wir aber entfernen. Also es ist ja hier auch explizit von drei die Rede. Wie auf Seite 20 angegeben. So, Seite 20 ist das hier. Also ich weiß nicht, ob wir uns das jetzt aussuchen können. Ob wir das zufällig bestimmen müssen, wo welche Orte liegen. Wenn nicht zufällig drin steht, steht nicht zufällig. Also hier steht verhüllt, benachbart, ja, zu den drei Startorten, zufällig ins Spiel. Dann nehmen wir so einen Würfel und dann würfeln wir, würde ich sagen, 1, 2, 3, 4, nee, 1, 2, 3, 4 und das, was du würfelst, bleibt leer. Okay. 4, der bleibt leer. Also 1, 1, 1. So, hier sind die beiden Gegner und dann... Wie kommen wir da jetzt hin? Einfach hinlaufen. Wir sind ja wieder benachbart, das ist ja wieder mit den Szenarien so. Ja, wäre geiler gewesen. Ja. Wäre, wäre, aber. Das ist jetzt passiert, bevor die Gegnerphase war, ne, oder? Nee, nachdem die Gegnerphase war. Okay, das heißt, die bewegen sich nicht mehr. Ich hab den einen. Kommt da noch ein Verderben drauf? Ja. Und dann darfst du jetzt mal hier irgendwie einen Random Marker ziehen. Unter jeden Ort. Unter jeden Ort kommt so ein Deck. Genau, und es können halt diese Kristallrelikte da sein, die wir brauchen, oder es kann halt ein Crab sein. Aber die Orte sind da drunter. Das sind nochmal Orte, das sind nochmal weitere Orte drunter. Da sind nochmal Orte drunter. Oder Begegnungskarten. Solltest das mit genau, mische die übrigen beiseite gelegten Orte, Salzkammer, Larventunnel, okay. Kristall, Brutmine mit den obersten drei Karten des Begegnungssets zusammen und teile jedem Ort eine zufällig zu. Okay. Platziere die Karten jeweils unter den Orten. Genau, wir können Hinweise ausgeben, um zu gucken, welcher Ort darunter ist. Genau, also entweder ist es ein Ort oder ist es ein Begegnungskarte. Okay, ich habe keine Hinweise. Du darfst mich mal gerne wieder den Marker ziehen stellen. Ich habe jetzt runtergemacht. Brutmutter. Brutmutter erscheint wo? Erscheinen. Kodex-Eintrag Nummer 1 auf Seite 21. Was? Kodex? Auf 21? Ja. Mutter Rachel. Auf Seite 21, stille Heide. Seite 21 und hier dieses E oder was das ist. Ganz kurz. Achso, okay. Brutkönigin. Die riesige, korpulente Gestalt eines Insekts krabbelt aus einem dunklen Tunnel hervor. Die bedrohlichen, großen Fühler der Brutkönigin schwingen in der Dunkelheit und senden beunruhigende Vibrationen aus. In wenigen Augenblicken ist die Höhle mit ihrer Brut gefüllt, die allesamt in einem schwachen blauen Licht leuchten. Die Brutkönigin erscheint am Ort, der zu den meisten Ermittlern nächstgelegen ist. An einem Höhlenort, falls möglich.
Alle Insekten, entferne alle Insektengegner aus dem Siegpunktstapel, sie erscheinen am Ort der Wutkundigen. Geil, das ist wieder back in the game. Und jetzt kommen noch zusätzlich noch Begegnungskarten, nicht vergessen, ne? Staffons. Und ich habe einen Brutsoldat, zurückhaltend Patrouille, Höhlenort mit den meisten Hinweisen. Das. Ein Brutsoldat. Machen wir so einen. Ich habe eine Kopf-3-Probe. Für jeden Punkt, der misslingt, muss ich wählen. Mache ich mal das hier, bin ich bei 6 zu 3. Okay, was müssen wir jetzt noch finden? Diese Relikte. Und dann müssen wir an andere Orte und da sind die wahrscheinlich. Aktion. Falls ich keine Hinweise auf deinem Ort gebe, ziehe die oberste Karte unter deinem Ort. Und dann Witzaktion. Ermittler in deinem Ort dürfen als Gruppe 3 Hinweise ausgeben. Sieh dir die oberste Karte unter deinem Ort. Dann darfst du jene Karte unter allen anderen... Was? Du darfst jene Karte unter alle anderen an deinem Ort legen. Das habe ich auch nicht verstanden, weil du ja nur eine Karte hast. Die Brutkönigin, gewaltig alarmiert. Teile jedem Ort im Spiel eine zufällige Karte zu. Also, ja, keine Ahnung, vielleicht können die sich irgendwie verschieben. Okay, also die Brutkönigin ist quasi unbesiegbar. Die Brutkönigin bekommt plus 1 Kampf für jeden anderen Insektgegner im Spiel. Das sind momentan 1, 2, 3. Ist das auch einer? Ne, 3, ne? 4? Das heißt, sie hat 5er Kampfwert und X Ausdauer, wobei X die Nummer des aktuellen Tages ist. Das heißt, Ausdauer hat sie 7. 11. Für jeden Ermittler? Ja. Okay. 5er Kampfwert, 11er. Ah, die zu besiegen ist nicht so einfach. Vor allem, wir müssen da hinlatschen. Welche Richtung ist das denn? Sie kommt nicht hinterher. Nee, sie kommt nicht hinterher. Wir müssen halt vorankommen, ne? Na gut, wir müssen halt die anderen Orte dann gucken. Jetzt sind die Laufschuhe gehabt. Die Laufschuhe. Hätten wir die theoretisch auch öfter ziehen müssen? Nö. Wir hatten wir einen Gegner im. Es geht nur für den Sieg. Und den hatten wir auch nicht gleich am Anfang drin. Ja. Okay, gut. Und nur an ihrem Ort verlieren die zurückhaltend. Das war richtig dumm, dass wir diese Scheiße, also dass ich diesen Deck reingetan habe. Gewaltig alarmiert ist, wenn wir dem kommen und es nicht schaffen, dann kriegen wir einen Gegenangriff, ne? Ja. Haben wir jetzt Höhlenorte drin? Patrouillen jetzt sehen? Ja. Ja. Da und da. Und sie hat auch einen. Was an sich ganz gut ist, zumindest die Kunden gehen dann dahin, allerdings ist dann eine Rush Hour. Ja, den Ort müssen wir erstmal ignorieren. Ja. Also wir müssen halt erstmal die. Aber wie sollen wir denn da hinkommen? Zu den anderen Orten? Ja, die sind ja noch verbunden. Und dann sind die noch verbunden? Ah, ja, doch, klar. Ja, klar. Ja, stimmt, wegen den Symbolen auch. Ne? Ja. Okay. Hat die gewaltig? Ja. Die hat gewaltig. Gewaltig, alarmiert. Aber kein Jäger. Nein, kein Jäger. Ja, die Brutsoldaten erhöhen halt diesen Schleier mit auf 7. Ja, die gehen ja auch zum nächsten Ort, ne? Gebe 3 Hinweise auf. Sieh dir die oberste Karte unter deinem Ort an, du darfst jene Karte unter alle anderen an deinem Ort legen. Also macht halt keinen Sinn. Das heißt. Kann es vielleicht sein, dass durch das Begegnungskarte. Also falls sich keinen Hinweis an einem Ort befinden, zieh die oberste Karte von unter dem Ort. Das kann man ja machen, ne? Also bei dir Quatsch machen bei dem, und bei dem auch theoretisch. Ja, genau. Aber hier hängt halt noch so ein Feature. Aber kann das vielleicht sein? Dass in den Begegnungen der Karten sind, dass du noch weitere Karten unter die Orte machen musst, dass nur das würde keinen Sinn machen. Weiß ich nicht. Gut, aber bis jetzt haben wir immer nur eine Karte drin. Das heißt also, Hinweise gemacht, dass man noch keinen Sinn. Naja, macht schon Sinn. Nee. Na klar, wenn du weißt ja, ob du die Karte ziehen möchtest oder nicht. Ja, okay, bei gestört. Ja. Okay. Ja. Also, ich glaube, bei mehreren Karten vielleicht. Nee. Man lässt sich auch nicht vertauschen, dann, ne? Ja. Wenn man mehrere Karten hat. Nee, genau. Also, außer man macht halt die Aktion dann. Ich habe Startfonds, Leute. So, ja, hatte ich auch gerade gehabt. Asipro. Ne, du hast doch einen Vierer. Du hast doch einen Vierer. Ja, ich hätte 3 zu 3. Habt ihr Gott sei Dank weggekriegt.
Soll ich mich darauf konzentrieren, die Gegner klein zu halten oder hier Orte aufzudecken und ich glaube, hier zum Beispiel die Aktion machen mit ich ziehe mal die Karte? Also die beiden Insekten gehen jetzt zu da, wo die Königin ist, ist das richtig? Ja. Und dann ist einfach der Ort hat einfach einen 200er Schleier. Im Prinzip. Und sie ändert oder machen die dann noch was? Bleiben die nicht einfach die patrouillieren. Patrouillieren heißt ja, sie gehen dann in Richtung zum nächsten. Ja, richtig. Oder? Ja, aber sie können ja nicht direkt hier hinlaufen. Nee, die nehmen dann den Weg. Die nehmen dann den, die gehen dann genau so. Richtig. Ja, oder so. Ah, die halten dann nicht an und gehen dann immer zum nächsten. Die sind immer in Bewegung, ja. Okay. Aber sie halten hier an. Nein, pass auf. Mit anhalten meine ich, dass sie nicht einfach für immer stehen bleiben. Bleibt nicht nur bei einem Ort stehen. Ja. Okay. Ja, also ich weiß nicht, ob es Sinn macht, diese Gegner klein zu halten, kann ich nicht beurteilen. Oder ob wir sagen, Begegnungskarten. Man kann auch drauf spielen, dass man die Begegnungskarten aufdeckt. Es ist halt Progress. Also jetzt ist halt auch so die Frage, was ihr machen könnt. Ich würde versuchen, Hinweise zu ermitteln, um mir die Karten anzugucken. Also rennst hier runter irgendwie. Ja. Also es macht halt schon Sinn, glaube ich, hier erstmal drunter zu gucken, weil der ist leer und. Vielleicht ist es ja schon was wir brauchen. Ja, wenn du dich die Begegnungskarten, sag ich mal, mächtig fühlst, kannst du es gerne machen. Ja, ich kann es versuchen. Dann let's go. Dann ignorieren wir. Kann doch gut sein. Ja, den ignorieren wir erstmal. Das sehe ich auch erstmal keinen Grund. Was? Den könnte ich auch, ne? Ja, klar, das musst du aber, kannst du machen. Rufst du halt direkt hin? Ja. Mache ich den hier, glaube ich, zuerst. Kommt man von da nach da direkt? Okay. Oh. Das sind ja nur drei Orte. So, erste Aktion, zweite Aktion, mache ich das. Laufschuh macht jetzt gar nichts, ne? Ja, wenn ich weiterlaufen würde, also wenn ich halt hier aufdecken sollte, würde das was machen, aber. Hänge das an einen Gegenstand, Vorteilskarte, die du kontrollierst, an, die keine Fäulnis hat. Versuch es nicht kannst. Okay. Das hier. Stell dir drei Probe ab, falls die Probe gelingt, lege Folgendes ab, ansonsten nimm einen Faden. Gegenstandskarte. Okay, die finde ich echt gut. Ja, wahrscheinlich auch den Schuh, oder? Schiene noch nie. Was? Die triggert dauernd. Die Schuhe. Ja, stimmt, Schuhe triggern die, deswegen kann man es auch tun. Okay, jetzt war das schon bekannt. Plus eins. Okay, wir sollen das kannst du dich auch im Prinzip weiter bewegen, oder? Oder ich mach das Ding jetzt weg. Was nicht so verkehrt ist. Doch. Weil ich ja nicht weiß, wo ich als nächstes hin muss. Hm. Mache ich das, bin ich bei 6. Die hohen Werte fühlen sich unheimlich gut an. Ja. 7. Ne, ich bin schon bei 7. 8. Let's go. Was möchtest du machen, Kevin? Tja, ich weiß nicht. Ich bin nicht stark vor uns. Und der letzte Hinweis geht auch nicht, da sind. Es ist Schleier mit 1 Million. Sei denn, du kannst eine Karte, die du nicht entdecken kannst. Siehst du, was du kannst, wie geht aufs Text. Ich würde mich auf jeden Fall bewegen. Kostet mich mal 2. Oder ich bleib da. Ich würde es ganz cool finden, wenn du da bleiben würdest, weil die bewegen sich ja danach weg und dann kannst du diesen Hinweis mitnehmen. Das würde ich auch machen. Kannst du damit? Nee, geht nicht, ne, oder? Ich spiele es mit denen aus. Hier 3 Aufladungen. Zweite Aktion. Ich brauche halt Segenmarker. Achso, ich brauche halt Segenmarker. Und zwar ohne Ende. Und ich muss Karten reinbuttern, um diese Probe zu schaffen. Das macht es ja nicht jetzt vielleicht Sinn, noch Karten zu ziehen, um dann vielleicht die Probe zu schaffen? Ich mache erstmal. Hier, ich nehme das Karte an, tue sie eben für oben drauf. Mit. So, ne, wähle eine Hand zu, ihr besitzt das. Nehme ich doch. Jetzt habe ich noch 2 Aktionen.
Willst du auch eine Karte ziehen? Sehr gerne, ich würde dir auch eine Kopfzimmer für deine Probe geben. Dann ziehst du eine Karte und ich ziehe zwei. Sehr gut. Ach, wenn jetzt ordentlich Minusmarker drin sind, vielleicht sind so viele Proben, die rauszuholen. Und dann müssen wir die Laufprobe, dann wieder auf Kopfprobe, ne? Jetzt habe ich noch eine Aktion. Oder eins, zwei. Eine Aktion habe ich noch, jetzt habe ich wenigstens das gezogen, was ich brauche. Ah, kann ich nicht spielen. Müssen wir. Ach, schade. Warum kannst du nicht spielen? Weil wir schon sich nur nach und drin sind. Ich ziehe eine Karte. Dann machen wir mal eine Probe. Dann schmeiße ich hier. 1, 5 zu 3, 2, 6 zu 3, hast du noch einen? 7, 3. 7, 3, machen wir es klappt. Ja, gut, das ist wichtig. Dann latsche ich jetzt erste Aktion hier rüber. Das zweite Aktion gehe ich hier hin. Nachdem du enthüllt hast, musst du entweder einen direkten Horror nehmen oder zwei zufällige Karten voneinander ablegen. Und sonst haben wir nur zwei Schleierwert, ne? Mhm. 8 auf 2. Trigger ich mit meinen Schuhen eigentlich, also wenn ich hier hingehe, ist der Ort sofort enthüllt. Oder? Und dann kann ich noch entscheiden, ich gehe weiter. Ja, würde ich sagen, ja. Das ist richtig. Nicht durch. Du bist zwei gegangen, ne? Ich bin zwei gegangen, hab einmal ermittelt, that's it. Warte mal, erstmal hier. Bewegt sich der Höhlenpatrouille? Der dicke auch? Ne, der dicke nicht. Achso. So, die hier haben auch Höhlenpatrouille, das heißt, die gehen hier rüber und der bleibt bei dir, weil dein Dude, also weil du da bist. Dann. Warte. Keiner macht nichts. Ressource, Ressource. Ich bekomme in zwei Runden einen fetten Gegner. Über in einer Runde, weil ich habe einmal gezogen gerade eben. Hast du schon wieder die Karte dort? Die habe ich schon mal an. So. Ja, die ziehst du an. Die ziehst du an. Jäger zurückschlagen. Was hat denn der für einen Entkommenswert? Zwei. Okay. Plus zwei Kampf und plus ein Schadenswert für hier zwei Schaden. Gut, ist nicht so schlimm. Wenn ich den Kampf kriege, dann kriege ich auch das hier. Ne? Dann kann ich ja auch mit ihm ermitteln. Das ist nicht so verkehrt. So, dann sind wir hier bei 6. Nachrüsten habe ich. Falls ich wieder keine Handkarten habe. Das ist nicht ganz so schlimm. Okay, ich habe eine Larve. Kopf 3, falls die Probe müssen nehmen, ein Horror für jeden Ding. Oh, ich hab eine Larve. 4 zu 3. Ich hab eine Larve. Ich nehme die 4 zu 3, ist egal. Da habe ich 1 zu 3, dann ich Zauber. Na, ich hab das gleich. Dann ich töte den hier. Ich bin bei 4, gebe ich das aus, bin ich bei 6 zu 3. So, 10 Blutmarker, Leute, das geht noch. Die Umwandelkarte. Wenn du da keinen hast, dann. Also, wenn 10 drin sind, dann würde der automatisch sterben, oder? Ja, ich würde ihn aber so sterben lassen. Wenn sterben dann kommt, kommt ein Segen mal voran. Das ist das Parkett, ne? Das ist geil. Ist einer mehr! Ja, es ist uns zu nahe, die wollen halt mit diesem ganzen Start vor Angst und diese Aktion halt übel wegmachen, ne? Das auch ganz gut funktioniert, muss ich sagen. So viel in einer Runde drei Aktionen verloren, das merkst du. Wir müssen halt gucken, dass wir die Dinger hier angucken. Also, da zwei Hinweise kriege ich da runter. Ja, ich kann hier hingehen und da mal gucken, was passiert. Ja.
Soll ich anfangen? Ja, du bist doch da vor Ort, das ist ja nicht so kehrt. Ach, warte mal, na gut, dann brauche ich vielleicht zwei Aktionen, weil... Eins, Ort aufgedeckt. Solange sich Hinweise befinden, musst du eine zusätzliche Aktion aufgeben, um dich von hier wegzubewegen. Cool. Ja, mach ich trotzdem die Probe. 5-3. 3-3. Minus 2, falls du dich an einem Unterschlupfort befindest, natürlich einen weiteren Marker. Ist das ein Unterschlupf? Mhm. Ja. Oder? Nee, das ist nicht möglich. Okay. Aber ist ja egal, habe ich nicht geschafft. Willst du, wenn du meinen weiteren Marker? Nö. Nein. Schade. Ja, wäre gut gewesen. Flugmarker kommt noch raus. Ich könnte mir tatsächlich eine zusätzliche Aktion aktivieren, generieren. Ich kann aber keine Marke reinmachen. Ich brauche keine Ressourcen, nichts. Aber es ist halt so, oh. Na gut, dann gehe ich wohl mit meinen letzten beiden Aktionen hier rüber. Ach so. Oder, Moment mal. Was soll ich denn jetzt machen? Die Karte darunter angucken? Geht ja nicht. Geht ja nicht, weil wir nicht reinweise drauf liegen. Ah, ja, okay. Ja. Oder kommst du zu mir? Wenn ich die Laufprobe danach schaffe. Du könntest ja mal gucken, ob du zu mir kommst. Bringt das irgendwas? Hättest du mal einen fetten Gegner? Hättest du den Sieg 1 Gegner? Ich kann erstmal die Laufprobe machen. Ja. Minus 3? Ja. Nicht so gut. Falls die Probe misslingt, wähle einen Insektengegner an deinem Ort. Er verwickelt dich in einem Kampf und greift dich sofort an. Oh. Yay. Scheiße. Ja, Spaß, hier ist ein Kampf nehmen. Da muss man sich sehen. Der greift mich an, das heißt, er ist erschöpft, ne? Mhm. Ja. Er ist erschöpft, ja. Ah, gut, dann habe ich die Probe nicht geschafft und bin durch. Dann darfst du gerne du machen, Chef. Ich darf machen. Deinen Flugmarker. Schlimmer kannst du nicht mehr werden. Erstmal kommt ein Segenmarker rein. Wie hoch ist die Chance, dass ich mit der Karte im Flugmarker drin war? Wahrscheinlich ganz relativ hoch. Sehr hoch, ja. Aber wenn du keinen ziehst, ist das so mega unlucky. Ja, dann ist es halt. Und du hast ja auch einen Segenmarker rein, das heißt theoretisch sind 11 Marker drin. Ja, es wäre nur einer, ne? Wenn es wenigstens mehr wären, ich könnte hier diesen Ort super leid und den auch. Oh, um 3 Schleier wäre es. Oder du ermittelst so, mit 4 auf 3. Ja, das ist auch nicht so toll. Wenn du failst, kommt halt der. Ja, das muss ich hier so, also ich mache das. Ja. Oh, ich mache das hier. Yes! So. Boah, das ist natürlich auch nicht so richtig nice. Ich will auch nicht ermitteln und diesen Insektentypen aus Versehen das besiegen, dass der in den Siegpunktstapel reinkommt. Das ist ja auch wieder. Ich glaube, darauf können wir keine Rücksicht mehr nehmen. Also, wenn das passiert, dann ist das so. Wir müssen jetzt Progress machen. Das wird ja nur noch schwerer, wenn die Agenda triggert. Und in den Orten können wir ja schon nicht. Also ich habe keine Chance, die 11 Leben von der Brutmutter da down zu machen. Die ist aber Elite, ne, oder? Ja, ich glaube ja. Nee, die ist keine Elite. Ja, das ist nicht die Brutmutter. Scheiße. Aber ich glaube, die war Elite, ne? Ja. Egal, ich spiele jetzt einfach erstes. Ich mache mit Kopf, ermittle ich 4-3. Tue hier 2 von diesen Marker rein. Sechs, doch nicht gewesen, Frostin. Minus, passt doch. Genau geschafft. Geschafft? Okay. Und ich habe sogar einen erhöht, ne? So total blöd, weil es so einen gibt. Also. Da ist der Hinweis. Dann spiele ich als schnell Gunst der Sonne. Ciao. Dann mache ich zweite Aktion, decke ich die Karte auf. Dein Gegner. Christian, die Bootkammer. Ja. Unterschlupf Pestorf Höhle. 6 Marker. Enthüllung. Bringe die Kristalle Brutstätte benachbart zu dem Ort ins Spiel, von dem sie gezogen wurde. Das kann ich dann hier tun, ja? Da muss man was lesen? Ja, ne? Die Frage ist, warte mal ganz kurz, mal ganz kurz gucken, ob die doppelseitig ist. Ne, ist sie nicht, dann darf man das lesen, ja. Seite 21, dieses O. Kristalline Brutkammer. Du betrittst eine riesige Höhle von der Größe eines Amphitheaters, die mit milchweißigen Kristallen ausgefüllt ist. Unzählige Insekten hängen an den Wänden oder sonnen sich auf dem Boden in schwachem Fahnenlicht, das durch ein Loch in der Decke hereinfällt. Du erkennst, dass es sich bei der Öffnung um den gewaltigen Abgrund handelt, der sich vor dem Pearl-Anwesen aufgetan hat.
Ein tiefes, unterschwelliges Summen durchdringt den Raum. Du fühlst dich, als hättest du einen heiligen Ort betreten. Mische eine der beiseite gelegten Karten kristalline Überreste mit den zwei obersten Karten des Begegnungsdecks zusammen und lege sie als Stapel unter die kristalline Buchkammer. Boah, Alter, ich würde sagen, wir müssen uns aber konzentrieren. Naja, das sind die Dinger, die wir brauchen, um es erfolgreich abzuschließen. Ja, wir brauchen, genau, wir brauchen nur einen. Man kann also einen direkten Horror nehmen, um dann die oberste Karte zu ziehen. Und geht das auch nur so dann? Nö, du kannst auch nicht mehr drunter mitteln, als Option. Habe ich das eine Aktion? Das ist eine Reaktion nachher, ne? Du kannst jetzt hinlaufen und das als Reaktion machen. Genau, das hier müsstest du ja auch immer noch machen können. Ja. Falls sich keine Hinweise auf deinem Ort befinden, ziehe die oberste Karte unter deinem Aber ich renne da hin, um mir den direkten Horror zu nehmen. Ich muss den nicht nehmen. Das ist eine Reaktion, Clem. Ach so, okay, ich gehe auf jeden Fall rüber. Ja. Aber wieso solltest du es nicht machen? Ja, eben. Also es ist halt die eben, das 30% Chance, dass man das... Wir müssen das jetzt schnell beenden, glaube ich. Ja, also die Frage ist ja, was da drunter liegt. Ja, pass auf. Zwei Begegnungskarten und eine... Hast du die von oben gesehen? Von da oben? Gezogen oder von woanders? Von hier. Komme ich da noch dazwischen? Nee. Dann geh nicht. Also, sonst sieht das noch. Nee, komm nicht. Ich glaube, darum müssen wir uns konzentrieren und dann aufgeben. Genau, also hier, das ist ja, ja. zu Ende, wenn, ja. wenn wir das Ding gefunden haben. Aber es gibt auch mehrere, oder? Ja, klar, aber ich, auf jeden Fall würde ich schon mal die Winning Condition save. Also falls jeder unbesiegte Ermittler aufgegeben hat und sich eine oder mehr kristallinen Überreste im Siegpunktstapel befinden, rücke vor. Wir können halt auch darauf spielen, dass wir alle drei mitnehmen, aber ich weiß nicht, ob wir das wollen. Also ich würde sagen, dass wir auf jeden Fall erstmal eine holen. Wie gesagt, ich habe nur zwei Leben. Ich gucke mir die letzte Karte an. Das ziehe ich auf jeden Fall. Gut, dann misch durch. Machst du die Reaktion nicht? Dann mache ich das. Also nach dem Zug. Ja. Ich sag mal, ich habe meinen Zug zu Ende. Jetzt ziehst du die Karte. Kopf 5, denke ich, Schwierigkeit in den Horror, ich habe. Kein, also 4 zu 5 Probe. Weil wir jetzt 2 Horror nehmen, wir 2 Was ist ein Horror? Habe ich einen Horror? Ach stimmt, 4 zu 4 Probe. Deswegen legt man den her. Ja. 4 zu 4 Probe. Jetzt ziehe ich mir das Verlag aus, sag's euch. Okay. Dann nehme ich 2 Horror. Ja. Jetzt wird die Probe nächstes Mal besser. Also. Was hast du insgesamt? Hast du nicht insgesamt 4 direkten? Du hast doch schon einen Horror vom Anfang an. Ich kriege auch 2. Jetzt. Ja, und einen deswegen. Ist auch ein Horror? Ja. Ach so. Direkten. Ach, die anderen nicht. Nein, ja. Hab ich nicht. Okay. Dann 9 zu 4. Ich werde darüber gehen und das kriege ich nochmal vor 2 Hinweise. Also ich kann die nächste Runde allein sammeln. Ja, okay. Wahrscheinlich. Einen Hinweis mitnehmen. Rübergehen, das Ding ziehen. Das ist auch eine Welle. Wenn ich nicht fehle, kriege ich die 6 da runter. Okay. Soll ich fragen, ob das hochkommt? Ja, na klar. Also wenn wir auf maximieren wollen, dann ja. Also wir haben Hinweis. Karte ausspielen, 2. Aktion. Nochmal das für die 3. Aktion, dann komme ich nicht mehr rüber. Okay. Ich nehme nochmal das Kampagnenlook. Also ich ermittle erstmal mit 8 auf 2. Dann ermittle ich als 2. Aktion nochmal mit 4 auf 2. Was passiert, wenn man fehlt? Okay. Kommt hier auf 2. Den Marker werden nicht rausgezogen. Keine Ahnung, wo sind. 3. Aktion. 4 auf 2. 2 auf 2. 0 auf 2. Ein Horror. Horror? Weil die einen Horror macht. Haben wir noch irgendwo Horror? Bist du nicht da? Ja. Der Gegner? Aber die laufen. Hier.
Gib mir mal einen. Und dann bewege ich mich als vierte Aktion hier rüber. Nimm nochmal einen Horror. Das geht nicht. Na klar. Du kannst nicht schräg laufen. Ach scheiße, das geht nicht. Du musst doch auch nicht hinkommen, das mache ich doch. Du musst nicht zu dem Ort. Du, mach doch mal, warum machst du das? Na, pass auf, wenn diese Aktion triggern, ist halt gut. Dann werden wir nicht so ohne durch. Darum war der Gedanke. Nee, du bleibst bei dem Ort, bitte. Okay, weil wie gesagt, umso schneller wir vorankommen, umso besser. Ich krieg auf jeden Fall alle Hinweise runter. Du müsstest jetzt zwei Bewegungsaktionen aufbringen, um hinzukommen. Ja, ich hab's nicht gecheckt, dass wenn ich wäre so rübergegangen. Ja, aber auch dann macht es keinen Sinn. Na klar, hat es dann Sinn gemacht. Hätte man nächste Runde schon mal safe diesen Trigger gehabt, dann wären wir hier durch. Das hätte Sinn gemacht. Ja, aber wir haben noch nicht so einen Druck, oder? Pass auf, aber ich habe nur noch zwei Leben, ne? Aber Leben, das ist für mich kein Szenario, wo man super schnell stirbt. Also, naja, ich habe zwei Leben. Ja, das heißt, du bist einfach in den Trip gegangen und hast schlecht gespielt in deinem. Ja, trotzdem, das heißt, dass ich trotzdem schnell sterben kann. Das ist richtig, ja. Aber ich bin ja an dem Ort. Und so, pass auf, dann gebe ich mal die drei Hinweise aus. Du hast ja hier, du hast ja das Ding, genau, du guckst einfach da drunter. Dann gebe ich mal die drei Hinweise aus. Ist das eine Aktion eigentlich? Nein, das ist eine Blitzaktion. Also super. Gucken wir das Ding an. Ist der Larventunnel? Larventunnel, okay. Und dann kann ich dir als letzte Aktion noch ein Spiel bringen, ne? Nein, da sind Hinweise drauf. Achso, okay. Ja, deswegen meine ich halt. Bringe den Larventunnel mit dem Nachbar zu dem Ort im Spiel, der gezogen wurde. Ich suche den Begegnungsdeck und den Ablagestapel nach einer farblosen Larve, die an deinem Ort erscheint. Seit 21 bei der Enthüllung. Nachdem du hier erfolgreich einen Gegner entkommen bist, ziehe die oberste Karte unter dem Larventunnel nur einmal pro Runde, okay. Für die gesamte Gruppe. Da könnte ich zum Beispiel das jetzt anwählen, in der Theorie. Dann ermittle ich nochmal mit 4 auf 2. Falls man von oben ziehen muss. Du weißt ja trotzdem nicht, welche drei. Also die Reihenfolge der Karten. Ja, du weißt ja, was für eine Kartenart es ist. Also gut, muss man nicht machen. Also. Obwohl, ich spiele mir die gefälschten Ausweise noch für 3 aus. Bin ich durch. Der wird ready. Du bist auch schon durch? Ich habe angefangen. Cool. Kommt zu dir. Die beiden kommen hier hin, sind aber zu. Ich kriege jetzt einen hier nichts, ne? Und der bleibt hier aufstehen. Kannst du mir mal bitte den Gegner geben? Welchen? Den Kristalltypen. Achso. Der spawnt jetzt noch? Der spawnt jetzt, wenn ich die Karte dann. Also in meinem Versorgungsphase spawnt er gleich. So, nächste Runde triggert dann die Agenda. Karten noch spielen kostet gibt einen Schaden. Oh Gott, das ist ja aufpassen. Das ist ja auch, das hast du jetzt mal vercheckt. Für jeden bitte. Lege eine Kopf-2-Probe ab. Erhöhe die Schwierigkeit dieser Probe um 2, falls du 5 oder mehr Karten auf deiner Hand hast. Habe ich nicht. Falls die Probe misslingt, wieder 2 Karten von deiner Hand und lege sie ab. Ich habe hier nochmal so ein. Nein, es ist Nacht. Ne? Lege eine zufällige Karte von deiner Hand ab. Lege eine Kopf-X-Probe ab, wobei X die aufgedruckten Kosten der abgelegten Karte sind. Falls die Probe misslingt, nimm 2 Horror. Ne? Dann ist das trotzdem schnell. 2 Horror nimmst du dann? Ja. Ja, du bist ja ganz mal Schaden, ne? Ja, aber in dieser Runde jetzt 4 Karten ausspielen. Zwei Jahrkopfprobe muss ich machen. Geschafft. Krieg ich keine Ahnung. Dann kommt der jetzt mit mir in den Kampf. Und ich sage, ich nehme die hier auf die Hand. Diese Karten ausspielen ist echt bitter. Die müssen sehr gerne Karten ausspielen. Ich dachte, wolltest du jetzt eigentlich Hinweise runterholen? Ja, da muss ich Karten ausspielen für. Ich würde 3 Karten spielen, plus diese ganzen Marker-Dinger reinbringen. Das heißt, ich würde 5 Karten spielen, ey, ich bin tot. Diese Runde mache ich da nicht so viel. Ich spiele eine Karte aus vielleicht und ich mache dann einfach. Versuche dieses hier vielleicht noch wegzubekommen, dann irgendwann mit der Weißfinger gerade für mich auch wieder ein bisschen nerzaktiv, muss ich sagen. Du willst auch den Weiß runternehmen, ne? Ja, wobei ich noch eine Karte ausgeben muss und dann. Ja, das ist natürlich, das kannst du natürlich nicht leisten. Gibt's Damage aus? Du kannst ja so auch versuchen, das ist ein Zweierschleier. Du kannst ja wieder so, ne, ohne Karten noch spielen, ohne was zu machen. So, dann fange ich einfach mal an. Dann spiele ich immer den hier aus für den Schaden. 1, 2, 3, 4. Ich ziehe auch den Leo-Schwede nicht an. Das ist so. 6, 7. Ja, dann fache ich jetzt 5 zu 3. Zweite Aktion. Geschafft.
Nur noch zwei Einzellinge. Und dann mache ich nochmal 5 zu 3. Auch schade. Okay. Dann bin ich durch. Was ist das da? Ich habe 4 Horror. Ja, das kriege ich nochmal an. Ich will dann laufen. Nee, ist aber nicht im Kopf, ist aber nicht da. Wir wissen, dass die nächste dann die richtige ist. Okay. Nein. Wo würde das gehen, vor allem? Na gut, als erstes hole ich mal auf meinen Gegner drauf. Nehme ich nochmal, bin ich bei weniger als 3, das heißt 7, 8, 9 zu 3. 7 zu 3, 5 zu 3. Nicht geschafft. Nicht geschafft. Krieg ich 1, 1, weil nämlich die Haupt. Okay, jetzt sind noch 2 draufgepackt. Genau. Ich hoffe, ich entkomme dem, weil sonst muss ich mit dem gerade ausspielen. Ich kann mit dem ja jetzt eigentlich machen, was ich möchte. Und der wird dann in der nächsten Runde einfach nur ready und haut mich nicht. Also, ja. Gegner jetzt einfach führt er so ja auch nicht aus, richtig? Ist er entkommen, ne? Nee, er hat mich einmal zurückgeschlagen. Weil, den Marker. Ja. Insekt bringt, verwickelt dich in einen Kampf und greift dich sofort an. Ja, kannst du machen, was du willst mit dem. Ah, warte die mal. Frage ist, löst er sich da nicht mit dir auch aus dem Kampf? Wenn er mich angegriffen hat? Nee. Okay. Aber es ist halt die Frage, ob der angreift oder einer der anderen, die hier noch rumliegen. Oder kann ich das in dem Fall bestimmen? Na, da steht einer, ne? Oder nicht? Ja. Ich denke schon. Da steht nicht ein Zufälliger. Also warum sollte man schlechter spielen und den Typen nehmen, der am meisten Schaden macht? Hm. Wo bist du? Bist du bei mir? Nee, ne? So, in der Mitte mit dem ganzen. Einen Typen kannst du wahrscheinlich nicht töten, ne? Nee. Kannst du den exhausten? Dann müsstest du eine Extraktion, das macht ja keinen Sinn. Geht nicht. Also rüberkommen, ja, in den Kampf nehmen und dann exhausten. Das ist ein Kampf limitiert. Wo gehen jetzt dieses hin? Im nächsten Höhenort, also entweder zu dir oder zu Basti. Könnten die theoretisch auch wieder zurückrennen? So wahnsinnig. Ja, klar. Nee, ich glaube schon, dass sie einen Ort wählen, an dem auch ein Ermittler ist. Ja, ja, trotzdem. Das weiß ich nicht. Also sonst. Ja, das kann man nicht. Wo ist denn gerade keiner? Da ist keiner, also ja, geht sie da hin. Das ist schon komisch dann, das stimmt schon. Ja, jetzt können wir ein Ding zu mir kommen. Kriegst du hin, weil du lässt mich auch wieder auf. Keine Ahnung, ich kann mich theoretisch irgendwo hinbewegen. Du könntest dich gerne zu mir. Boah, wenn der nicht so eine. Ich muss jetzt eh exhausten, das ist ja nichts. Ja. Ich hätte ihn gerne getötet und nicht 2 Horror dafür genommen, weil wenn ich jetzt noch einen Horror nehme, dann muss ich mich umdrehen und kann mich nicht mehr heilen. Ja, oder du machst das ja, den Horror drauf. Ja, dann stirbt sie. Ja, weil du solltest natürlich. Also du holst in der nächsten Runde auf jeden Fall das ein Dings mit. Weil du in der nächsten Runde ja dann auch gar nicht mehr viel Lehrmitteln musst, weil du ziehst das ja so oder so. Was macht der heute hier? Wenn du hier am Karte im Gegner entkommen bist. Wann darf man die Karte nehmen? Wenn es leer ist, ne? Kostet es eine Aktion? Ja.
Okay. Darfst du die, ist die oberste Karte ziehen, von der die da runter ist. Ja, aber dafür musst du erstmal leer ermitteln und für, ja, dann macht es wahrscheinlich schon Sinn, dass ich mich zu dir bewege. Weil hier mit dem Entkommen kann ich ja auch mithelfen. Und die Karten abhandeln. Hier wird nichts beigetragen. Graf. Zweite Aktion, ich komme hier rüber. Und dann deckst du das. Hm? Ne, kann ja nicht, weil da die Links drauf sind. Ja, sind ja bestimmt alle drauf. Ist halt die Frage, ob ich nochmal draufhauen möchte oder eben nicht. Und der Vierer kommt weg. Den. Ach so, gut. Der Zweier kommt weg. Nee, ist Nacht. Ja. Plus zwei Kampf. Nee, das ist hier mal richtig drin. Kristallparasit bekommt plus zwei Kampf und ein, plus einen Schadenwert. Achso, für jeden zwei Schaden. Okay, das ist auch noch besser. Die werden halt schwieriger. Ja, das ist noch besser. Was jetzt noch? Ach komm, ich hau da nochmal drauf. Dann sag ich, den Moro dreh mich um. Oder ich hast jetzt den Horror bekommen? So. Für einen Schaden. Mhm. Ich könnte. Aber dann bräuchte ich in der nächsten Runde halt nochmal einen Angriff, der trifft. Ja, wobei vielleicht macht das auch Sinn, dass ich einfach nur so einmal drauf fahre. Ohne einen Schaden, also ohne einen zweiten Schaden. Ja, versuchen wir das. Bin ich bei. Gebe ich das mal noch dazu. 10. 10 zu 3. 5 zu 3 passt, dann kriegt er einen und dann habe ich nochmal drauf mit 9 zu 3, 7 zu 3, minus 2. Minus 2 ist Unterschlupf? Ja. Nee. Nee, ist nicht. Ne? Der andere ist schon. Okay. Dann ja, minus 2. Und dann kann ich mich rein. Sehr gut. Nee. Hier. Ja, die sind auf jeden Fall jetzt ständig draußen, ne? Weil der schon drin ist. Außer wird getriggert und kommt. Ja, das ist halt blöd für das, ne? Das hier ist halt interessant für den Totenkopfmacher, ne? So, dann bin ich durch. Tja, dann versuche ich mal zu entkommen. Mit 5 auf 2. Warte mal, einen kann ich dir geben. 6 auf 2. Dann ermittle ich mit 4 auf 0. Okay. Dann ermittle ich mit 8 auf 2. Das ist die Runde noch aktiv, ne? So, entkommen. Ermittelt. Ermittelt. Und dann ermittle ich nochmal. 4 auf 2. Minus 3. Haben wir einen Insektengegner? Wow. Kann ich aber nicht machen, oder? Er ist erschöpft. Das ist die Frage. Das heißt, die Probe misslingt weder ein Insektgegner an deinem Ort, er verwickelt dich in einen Kampf und greift dich sofort an. Das kann ja nicht sein. Aber er kann mich trotzdem im Kampf verwickeln, ne? Aber ich, ja, das tut er. Okay. Weil meiner Meinung steht drin, mach ihn spielbereit. Okay, ja. Und steht immer, mach dich spielbereit und mach irgendwas. Er ist nicht spielbereit. Und jetzt kann ich ihn nochmal ermitteln. Mit 4 auf 2. Das ist die fünfte Aktion, ne? Ja, Verhandlung. Dreimal ermitteln. Ne, mit 5, entkommen, entkommen, Verhandlung. Das ist die Gratisaktion. Ermittelt mit den Dietrichen. Das ist aber eine Aktion auslösen. Ist auch ermittelt.
Nee, vorhin hast du gesagt, es geht bei lesen ist nicht. Okay, geh auf die Fuck zu Haste und nee, vorhin hast du es anders erklärt. Es geht beides. Du kannst beides entscheiden. Geh mal bei Fact nee. Drauf, bei Haste. Ich wollte dich nur noch. Ja. Vorhin hast du es anders erklärt. Pass auf, hast du explizit den Fall gesagt. Pass auf, es geht beides. Ich zeig's dir. Du hast bei Ungläubige Thomas. Du hast vorhin gesagt, bei aktivierten Fähigkeiten. Ja, es geht trotzdem beides. Ich verstehe, warum denn noch in krummen Ermitteln so draufschreiben, denn es heißt aktivierte Fähigkeiten. Das sind ja aktivierte Fähigkeiten. Dann kann ich sagen, aktivierte Fähigkeit ist das. Ist ja sowieso ein Kommen und Kampf und so. Da muss ich ja nichts draufschreiben. Dann schreibe ich mit einem schwarzen Pfeil. Hier, lest dir mal das Beispiel mit der Flashlight einfach durch. So lange warte ich für dich. Gucken, vielleicht irre ich mich auch. Er hat mich in meinen Kampf verwickelt. Jetzt darf ich die auf die Hand nehmen. Ja, da steht jetzt dran beides, aber vorhin hast du es halt nicht so erklärt. Es geht, ja, weil, pass auf, ihr habt gefragt, was bedeutet eine Aktion aktivieren? Habe ich gesagt, der Pfeil. Das Aktivieren ist der Pfeil. Ich frage mich nur, warum läuft da drauf, danach noch mit einem Kommen und so. Ne, also. Ja, genau, weil es halt verschiedene Aktionstypen gibt. Und das sind einfach zwei Aktionstypen. Fünf off. Und die gleiche nacheinander war jetzt sozusagen das und das, ja? Was? Das ist vorhanden, das nicht. Nee, ich habe ermittelt mit dem Dietrichen. Ich habe nochmal ermittelt und dann habe ich. Aber das ist doch mal eine aktivierte Fähigkeit. Aber es steht auch ermitteln. Haben wir doch gerade, ich habe es Sabura gerade gezeigt. Ich bin bei der Taschenlampe auch. Bei der Taschenlampe steht es genau. Ja, wenn das der Pfeil ist und ermitteln drauf steht, dann zählt das als beides. Ja. Das ist ja auch das, wo ich gemeint habe. Das geht nicht, weil Basti es vorhin anders erklärt hat. Aber ich habe nur gesagt, das bedeutet. Geht's halt schon. Okay. Ich finde es immer geil, dass ihr bei mir alles hinterfragt. Mach mal das auf. 5 auf 2. Ich hinterfrage auch bei Steffen, wenn mir was komisch vorkommt. Hm. Das war mir auch gefallen. 3 auf 2. Ich mach's euch. 1 auf 2 ist doch gut. Ich mach's auf jeden Fall bei euch nicht. Ja, das ist nicht so gut. Gut, ich kriege den was nicht. Okay. Sind wir dann durch? Ja. Dann kriegen wir Card of Sorcer. So, wohin gehen die Dudes hier? Der bewegt sich nicht. Dann haben wir ready. Und dann mal der hier ist bei dir. So, zu. Dir macht mehr Sinn, weil du nicht runtermitteln musst, ne? Also wir müssen ja den Ort leer machen für... Ja. Hier kommt noch ein Würfel drauf. Ich würde jetzt mit einem anderen Ort rübergehen. Da. Ja. Willst du jetzt... Die Karte jetzt nehmen. Ja. Danach. Ja. Agenda triggert. Mhm. Kein Scheiß. Das hat er geredet, ne? Ist auch eine harte Karte, muss ich sagen. Ja. Ein beißender Gestank weht von irgendwo tief unten herauf. Das kratzende Geräusch von hunderten von Beinen erfüllt die Luft. Dann erhebt sich ein riesiger Insekt aus dem Untergrund. Er hat eine kränkliche, durchscheinende Panzerung und ein paar verschrumpelte schwarze Flügel, die schlaff über dem Hinterleib hängen. Die Kreatur starrt dich mit gefühllosen, kugelrunden Augen an und schwingt ihre Fühler hin und her. Deine Anwesenheit wurde offensichtlich bemerkt. Lege Karten oben vom Begegnungsdeck ab, bis ein Insektgegner abgelegt wird. Der Ermittlungsleiter zieht den Gegner. Mische den Begegnungsablagestapel in das Begegnungsdeck. Die Insekten huschen von deiner Gegenwart aufgeschreckt hin und her. Jeder Insektgegner verliert zurückhaltend, sowie Patrouille und hält Jäger. Oh, okay. Das überrascht mich. Erzwungen, sobald auf dieser Agenda Verderben platziert wird, falls der Gegner Blutkönigin beiseite gelegt ist, enthülle so viele Marker aus dem Grausbeutel, wie sich Insektgegner im Siegpunktstapel befinden. Okay, jetzt habe ich ein paar Gegner noch gehabt. Falls ein Marker mit einem Symbol enthüllt wird, erscheint eine beseitigte Blutkönigin. Nein, das sind Insekten. Ich würde sagen, fange ich mal nicht an. Das ist richtig. Wenn jetzt keiner hier mehr bei war mit dem Legel ab, dann gibt's doch nicht. Dann passiert das nicht. Richtig. Das ist lucky. Nein. Naja, das ist nicht so lucky. Was haben die jetzt? Wir verlieren zurückhalten und haben Jäger. Ja. Aber die kommen nicht mehr weg. Gegner verliert zurückhalten, so wie Patrouille und halt Jäger. Mhm. Bin ich im Unterstufort? Ja, ne? Ja. Kopf 3 für jeden Unterstufort im Spiel. Einen. Falls ich es nicht schaffe, also habe ich Buch 3, dann muss ich einfach der auf den nächsten Insektgegner platzieren. Okay, dann mache ich auf den dann, das ist also nicht ganz so schlimm. Dann mache ich die Probe. Habe ich geschafft. Gut, ich muss eine Kopf 3 Probe machen. Für das gibt es einen Horror. Geil, dann haut er mich.
muss eine Kopf-2-Probe machen. Und dann gehe ich auf ein Leben. Du kannst aber noch deine Kleidung nutzen. Nee, mach ich nicht. Ich wollte es so gesagt haben. Was passiert da gerade? Ich habe einen Schaden an Horror bekommen. Und ich bekomme... Normal oder direkt? Und bekomme nochmal... Das normal, aber ich muss... Dann greife ich an, ja? Ja. Nochmal ein Horror. Ja, warte mal. Also ich habe durch die Karte einen Horror bekommen und ich habe gerade 1-1 bekommen. Welche Karte? Die... Ja. Und dann hast du den Marker gezogen. Ja, zum dritten Mal jetzt. Ja, Horror ist ja nicht so schlimm. Ja. Das andere 1-1 kann ich dann einmal nehmen. Gut. Danke. Und dann habe ich hier jetzt 1... Ne, Quatsch. Das ausgegeben bin ich bei 6-1. Du tust immer noch den dicken Klobo? Ich habe 3. Ja, mein dicken kann ich handeln. Okay, ist auch nicht Elite, ne? Ja. Die kannst du wegschieben. Also, ja, ich könnte theoretisch den eventuell kaputt machen. Wenn du hier irgendwie nicht mitnehmen kannst, wäre auch gut. Ich stehe halt weit weg. Schieß halt weit weg, okay. 2 Bewegungen, also vielleicht komme ich mit den Schuhen mit einer Bewegung da hinten, aber selbst dann. Wir haben 3er Angriff, ich habe einen 3er Kampfwert. Oh. Ich glaube, ich muss halt wirklich zu dir kommen und sagen, du musst das hier alleine. Ja, ja, das kriege ich auch hin. Das Problem ist, mal gucken, was die Karten hat. Wie kommen da runter? 3 unter denen? Ja. Also der spawnt ja dann erstmal hier, ja. Und dann. Der könnte da hinlaufen, ne? Also ich, bringt es vielleicht irgendwas, wenn ich den zuerst spawnen lasse und du über den laufen kannst? Wahrscheinlich nicht, ne? Also, ob ich jetzt da oder okay, da rumlaufe, okay, ist egal. Okay. Also fange ich wahrscheinlich an, oder? Ja. Also Aktion bewegen. Da habe ich hier den Trigger, dann gebe ich die aus, dann bin ich innerhalb bei 6-3. Ach, schafft. Dann komme ich hier rum. So. Und dann habe ich jetzt noch 2-mal, dass ich irgendwie draufhauen kann. Ich brauche die aber. Dann mache ich das wohl mal. Ist die Seite besiegt und ich bekomme die Seite. Und dann hätte ich 5-6-7-3. Mhm. Auf so einen. Mhm. Ja. Dann ist der blau. Ne, falsch hier. Und dann mache ich das nochmal. Nehme hier ein, ziehe eine Karte. Hast du 7-3 oder hast du weniger? Das könnte auch reingeben. Ne, 7-3 habe ich. So, ich mach mal hier 8-3. 6-3. Ja, dann ist ja auch down. Super. Ich kann mich leider nicht heilen. Theoretisch könntest du natürlich. Ach, du kannst auch keinen Horror heilen, ne? Theoretisch könntest du aber das triggern. Ja. Dann muss Steffen den Horror nicht nehmen. Ja. Dann nehme ich einen direkten Horror. Geht das für dich? Ja. Zug beendet, ne? Kann er das auslösen, glaube ich. Jetzt sind da keine Karte, das ist wieder das gleiche mit, wenn ich meine Schwächen ziehe, ist nur gucken. Wieder mehr Horror. Brauchen wir da jetzt von Daten noch die Hinweise oder sind die denn eher irrelevant? Die sind irrelevant tatsächlich, weil da ist ja alles weg. Also, ne, zieh die oberste Karte, Enthüllung, bringe Kristalle in deine Spielzone ins Spiel. Okay, falls diese Karte besiegt wird, mische sie mit den obersten 2 Karten des Begegnungsdecks zusammen und platziere die Karten verdeckt unter dem nächstgelegenen Unterschlupfort. Erzwungen, sobald dein Zug beginnt, nimm einen Horror. Okay, wenn wir nicht mehr so lange spielen. Nope. Alles zu wissen. Durch, bin durch. Dann mache ich 3-3, also 1-1. Ziehe eine Karte und mache eine nächste Aktion. Ziehe ich hier eine Karte? Schnell hier. Hier, jetzt habe ich 4 Aktionen. Den greife ich an mit. Wieso ist denn mit den Kampf gehen? Was passiert? Ja, das ist der, weil die 3 Dinger waren. Ja, ja, die haben ja jetzt alle Jäger und sind nicht mehr zurückgehalten. Ah.
2:1. Oh. Warte mal. Der hat jetzt dann auch Jäger, ne? Ja. Scheiße. Denken Gegner, verlieren zurückhalten, sowie Patrouille unterhalten Jäger. Also der marschiert jetzt auch los. Der Zone auch schon marschiert, oder? Nee. Die Arena ist ja gerade erst getriggert. Das ist richtig. Ich glaube nicht mehr, dass wir viel hier rausholen können. Wo können wir aufgeben? Hier? Hier. Hier können wir so ein Ding abgeben, das in den Siegpunktstapel packen und. Das fand ich ja ganz gut, weil dann haben wir. Und hier aufgeben und füge alle Kristallüberreste, die du kontrollierst, dem Siegpunktstapel hinzu. Und hier ist für jeden unbesiegten Ermittler, der aufgegeben hat und sich ein oder mehr Kristalleüberreste im Siegpunktstapel befinden, rücken vor. Also hier kann man den loswerden. Okay, loswerden bringt nur, damit du keine Horror mehr kriegst, ne? Das ist aber gut. Das und kann ich deinen loswerden? Geht das? Oder musst du das sagen? Ermittler geben als Gruppe aus. Füge einfach nur die du kontrollierst, den Siegpunktstapel hinzu. Ja, du musst hingehen und das machen, theoretisch gesehen. Ja. Wenn man das benutzt. So, ich habe jetzt eine 3:1 Kampfprobe. Die Hinweise hätte ich, Herr Buber. Ja, yeah, ich muss da halt hin. Also ich bekomme auf jeden Fall einen, wenn meine nächste Runde beginnt. Okay, und das Problem ist aber, wenn wir dorthin gehen, ist der Dicke auch. Ist der Dicke hin. Das heißt, wir müssen jetzt eine Runde warten, dann geht der Dicke nämlich hier hin. Also ich würde hier hingehen wollen, die Runde noch, falls möglich. Der hat auch einen Sekt, ne? Dass der sich bewegt? Die haben sie. Das war erst danach. Der bewegt sich auch nächste Runde. Der greift auch an dann, ne? Für eins. Ja. Ich glaube, wir müssen halt, wenn dann, auf diesen Ort spielen, den wir halt schon kennen. Ja, na klar. Das andere ist noch kein Dritten noch zu machen, das kriegen wir nicht mehr. Glaube ich nicht, dass wir es schaffen. Also vielleicht halt noch den. Und da brauchen wir halt hier dann auch erstmal Gegner, die wir exhausten können, damit wir die Karten ziehen können. Hast du noch ein Kampfsymbol, was du mir nehmen könntest? Naja, die Karten kannst du ja auch hier anders ziehen, ne? Die Karten kannst du auch als Aktion ziehen. Nicht vergessen. Ungarn, Steffen, Ungarn. Herr Buber, die Karten kannst du auch als Aktion ziehen. Ne? Das geht auch trotzdem immer noch. Das ist halt nur der Vor. Ja, gut, der Ort muss ja leer sein und wir wissen, hier liegen neun Hinweise drauf. Ja. Beziehungsweise man kann auch wieder Hinweise ausgeben, um sich die Oberste anzugucken. Was für einen Kampfwert hast du denn? Wir hatten einer. Ja, 3:1 habe ich. Warum 3 hast du nicht? Achso. Und der ist auch übel. Wenn ich so einen Minusmarker ziehe, Plusmarker, dann gibt es hier ordentlich Damage. Ja. Ich mache 5 von den Dingern. Aktion. Dann gehe ich hier hin. Das ist Huber. 1:2. Habe ich noch eine Aktion? 2er Ort. Ich gebe mir jetzt den Krami mal aus und gucke mir die Oberste bei den Dingern an. Kopfprobe für Horror. Kopfprobe für Horror und Kopfprobe für jeden Punkt und Punkt ist, musst du einen Schaden, auch der Kopfprobe 3, um einen Schaden, der in Vorteilskarte zugewiesen werden kann, den du kontrollierst, um einen Horror, den du in Vorteilskarte und so weiter. Also okay, dreimal Kopf 3 Proben. Die will ich nicht. Nee, jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt diesen Marker unternehme, kommen jetzt 2 Zufällige rein, ne? Ist richtig? Dann können wir überlegen, ob ich jetzt. Die willst du nicht haben? Nee. Ja, dann machen wir die oberen beiden, dann haben wir hier diese Kopf 3 misslingt, ein Horror. Wird den reingemischt. Und dann ist das ein Zweierschleier 15. Nee, ich bringe den Ort benachbart ins Spiel, durchsuche das Begegnungsdeck und den Ablagestapel nach einer farblosen Larve, die an diesem Ort erscheint. Ja, wo waren das mit diesen 3 reingemischt? Aber da kommen doch auch Karten drunter. Achso, ja, und du musst halt so einen Codex-Eintrag lesen. Da kommen bestimmt Karten drunter. Warte mal, du musst ihn durchsuchen, oder? Ja, aber zuerst durchsuchst du. Und dann wird gemischt, ne? Ja, klar. Ja. Ah, danke.
Ach, dadurch ist ein Gegner da, ist, kann man ihn auch exhausten, logischerweise. Mhm. Okay. Ich dachte, er kommt direkt nach an. Aktion und. Dann mache ich einfach 5 zu 2 auf Ermitteln. Dann holen wir unsere 4 Dinger hier rein. 1, 2, 3, 4. 4. 5 zu 2. 3 zu 2. So, das war dann meine Aktion. Das Problem ist natürlich. Was passiert das jetzt? Nö, wenn er eine Aktion macht. Das Problem ist, wenn wir das machen, dann kommt eine Larve und die kommt zu uns. Achso, Moment. Bist du noch drin? Ich bin noch drin. Dann kannst du doch einfach rübergehen. Ja, ich muss den aber auch exhausten. Also danach, beziehungsweise ich. Warte mal, ich kann den auch exhausten, allerdings ist er danach mit Steffen im Kampf. Kannst du nicht mit ihm rübergehen, ihn drüben exhausten, dann triggerst du nämlich den Ort schon. Ach ne, du musst den Ort auch erstmal spawnen, ne? Ja, richtig. Ich kann aber ihn exhausted mitnehmen, das geht tatsächlich. Allerdings habe ich dann zwei, im Kampf. Dieses Exhausten und Kämpfen ist so komisch, meine ich. Die Larve hat 1, ne? Die macht doch nur Horror. Ich weiß, wir überhaupt noch eine Larve im Deck haben. Also, weißt du, wenn wir keine Larve im Deck haben? Ja, dann das kommt keine. Okay, das ist auch nicht schlecht. Okay, also. Für 2 Ressourcen spiele ich das mal für schnell aus. Und dann versuche ich ihm zu entkommen mit 4 auf 0. 6 auf 0. 4 auf 0, der ist exhausted. Als erste reguläre Aktion würde ich dann das Ding spawnen lassen. Mhm. Packen wir dann hier hin. Also übrigens jetzt total dumm ist, dass du den Hinweis genommen hast. Also das genügt. Oh Gott, Gott sei Dank. Da ist kein Gegner mehr in dem Bild. Okay, wunderbar. Dürfen wir trotzdem Eintrag klingen? Ja. Welcher war das? 21. Ja, welches Symbol? Ja, guckst du dir selbst an. Zum 13? Das ist Vieh, glaube ich. Larventunnel. Ein galliger Gestank weht aus einem Tunnel, in dem es von weichen, weißen Insekten wimmelt. Monströse Larven starren mit milchig-weißen Augen blind aus der Dunkelheit. Die Insektenkolonie hält ihre Jungen in diesem Tunnel, um sie heranreifen zu lassen. Den blutigen und verdorbenen Überresten auf dem Boden nach zu urteilen, füttern die älteren Brutsoldaten die Larven fortlaufend mit Wildtieren, so wie jedem, der töricht genug ist, sich in ihre Höhle zu wagen. Mische eine der beiseite gelegten kartenkristalline Überreste mit den obersten 2 Karten des Begegnungsdecks zusammen und lege sie als Stapel unter den Larventunnel. Zweite Aktion, ich lade schon hier rüber. Nimmst du den Typ noch mit? Das kann ich noch machen, ja. Warte. Wir brauchen da denn? Ja, warte. Achso, hier ist das Ding. So, das war nicht so schlecht. Ja. Warte mal ganz kurz, aber denke ich, dann macht das so keinen Sinn. Warte mal ganz kurz. Zweite Aktion, ich lade schon mit ihm hier rüber. Dritte Aktion, ich ermittle mit 4 auf 0. Mal ganz kurz. Kannst du meine ausgeben oder kannst du deine ausgeben, um die oberste Karte anzugucken? Ich muss meine ausgeben. Glaube ich, Ermittler oder? Ermittler an deinem Ort dürfen als Gruppe Hinweise ausgeben. Dritte Aktion. Du kannst nur die Karten unter deinem Ort, also wir müssen schon darüber gehen damit. Ja, dritte Aktion, ich ermittle mit 4 auf 0.
noch einziehen. Oh. Dann ist das Ding weg. Und dann habe ich auch, spiele ich als letzte reguläre Aktion das hier aus. Und bin durch. Ja, das heißt, der hier wird ready. Ja. Der bewegt sich hier hin, wollte nur sagen. Der kommt hier hin. Die bewegen sich gar nicht. Der geht hier hin. Und das war's dann, ne? Die sind bei dir Ordner, genau. Du hast ein Dings. Verderben, das war's. Verderben. Schwächer dann, nice. Und dann gibt's noch die leckeren Karten. Ja, das ist gleich wie ich. Ich habe den fesselnden Schimmer und ich bekomme Nachrüstung. Warte. Achso. Also, ich lege zu dieser Kopfprobe meinen Hemlockfluch dazu. Sage das hier, beliebt, und nutze meine Sonne. Geil, genau die Karte, die wir nicht wollten, Alter. Lege eine Kopf-3-Probe ab. Für jeden Punkt, um den du Proben legst, musst du wieder eins. Nimm einen Schaden, der nur eine Vorteilskarte zugewiesen werden kann, die du kontrollierst. Nimm einen Horror, den du Vorteilskarte zugewiesen werden kannst, oder lege eine Zufälligkeit in deine Hand ab. Kannst du auch nichts davon machen, oder? Nee, doch, klar. Ich habe eine Handkarte, das Problem ist, wenn ich die abwerfe, dann gibt es einen Horror. Ich glaube, ich bin tot. Soll ich dir was beisteuern? Also, wenn nicht, bin ich tot. Ach so, ich habe jetzt erstmal meine Probe gemacht. Ne? Ich habe hier automatisch, ja, automatisch gestanden. Und ein Marke kommt hier rein. Was ist denn, wenn. Welche Karte hast du? Du hast die linke, ich dachte, du hast die. Ich habe beide. Sein. Ich hab fest, ich, ja, die war da auch drin. Ach, die wurde gemischt. Ja. Ah, ja, wurde also, gemischt. Ich habe die hier gezogen. Passiert erstmal nicht, weil ich eine Karte auf der Hand habe. Allerdings habe ich jetzt das. Und ich kann der Vorteilskarte genau einen Schaden, einen Horror zuteilen. Das heißt, wenn ich diese Probe jetzt mit. Wenn ich jetzt minus 3 Marker ziehe, dann müssen 3 Sachen passieren, dann kriege ich einen Horror. Was hast du denn im Kopf? 3. Ich kann dir eine geben mit 2. Dann haben wir bei 5 auf 3. Das ist ja, wenn es nicht der minus 5 Marker ist, wird das ja möglich sein. 5 auf 3, dann haben wir andere Marker, aber die 5-7 Marker sind zumindest ja drin. Ja. Dann gebe ich die rein. Warte mal, du hast keine Karte mehr. Ich habe die kann ich ja nicht dazu steuern, weil ich eine 5 Horror kriege. Selbst wenn ich es könnte, hatte ich die nicht auch gehabt. Ich meine, den Björk gezogen. Okay. Dann wurde die irgendwie mitgemischt. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, oder habe ich die irgendwie zufällig hier mal irgendwie weggetan? Die kommt. Und du hattest die immer Handkarten, oder nicht? Ja, jetzt das sowieso. Ich meine, dass ich das hier auch gehabt habe. Weil wir wohl aussehen. Also die habe ich gerade von der Buga in die Hand gedrückt bekommen und die hat. Ja, nee, keine Ahnung. Ich dachte, ich okay, also 5 auf 3, ja? Oh, bitte. Nice. Oh. Haben wir Gegner an unserem Ort? Nö. Nee. Geil. Okay, geschafft. Ja, geschafft. Ja. Weg mit dir. Ist egal, ich hab die Karte nämlich auch direkt wiedergezogen. Oh Gott. Ja, ich glaube, ich hab die. Gib die aus. Das wird echt eng, Leute. Nicht bei 6 zu 3. Ich kann ja nichts geben. 7 zu 3. Hm. Gut, dann haben wir es immer das geschafft. So, warte. Sobald dein Zug zu finden, nimm einen Schaden. Ein Horror. So, was ist denn jetzt das Ziel? Also, wir könnten theoretisch noch versuchen, die zweite Dings zu bekommen. Und Herr Buga muss halt noch dieses Teil da weg tun, damit er nicht da. Ja, das klingt aber auch noch, ne? Ja. So, da würde ich ungern machen, gebe ich zu. Also, ich kann rübergehen und exhausten. Die Frage ist, ob wir das noch schaffen, ne? Klar. Also, ich kriege ja auf. Also, dieses oberste Katakomben kostet 3 Hinweise, oder? Das heißt also, kann man die irgendwie ziehen? Nachdem du. Ja, also ich würde einen exhausten, dann kann ich auf jeden Fall den einmal ziehen. Nachdem du hier erfolgreich einen Gegner. Ja, weil jetzt habe ich auch so einen Marker, ne? Eigentlich müsste ich rübergehen, damit du meine Marker haben kannst. Plus, aber ich, pass auf, mal ganz kurz, ne? Wenn ich rübergehe, exhauste und dann noch ermittle, dann kann ich das ja auch machen. Deine Hinweise sind vielleicht besser bei Hamura aufgehoben, weil der braucht auch welche, um sein Viech wegzukriegen. Was? Hast du dir eigentlich das hier genommen? Du musst doch Hinweise ausgeben. Ja, hier. Ja, mein Zug hat noch nicht angefangen. Ah, das ist doch nichts.
Ja, aber die, dafür müsst ihr nicht an meinem Ort sein. Das ist die drei Tage aus. Nur ich muss mit dem Ding die Aktion ausführen. Okay, I get it. Ja, wie gesagt, das kann ich ja. Ich kann ja trotzdem das machen, ne? Sag jetzt, ich krieg nicht 6 in einen Zug runter. Glaube ich nicht. Nee, ich kann auch ermitteln. Und ich hoffe, dass es halt keine böse Karte ist. Aber wir können. Wie ist das, eine böse Karte? Ist das nur an. Naja, pass auf. Wenn du einen mittelst, dann siehst du ja schon, du kannst ja mit 3, das ist ja eine Kranzaktion. Kannst du das ja, aber und dann die Blitzaktion kommt erst nach der Reaktion. Weißt du, was ich meine? Nee. Wenn ich jetzt runter ermittle. Naja, Quatsch, wenn ich jetzt exhauste. Ich muss ja erstmal exhausten. Nee, muss ich nicht. Ich kann hier den Hinweis zuerst kriegen. Das geht auch so. Nee, ich weiß nicht, was ich mache. Alles klar. Okay. Ich gehe rüber. Hm. Erste Aktion, ich habe einen Kampf. Gratis Verhandlungsaktion. Ich ermittle mit 4 auf 0. 6 auf 0. Und dann würde ich mir gerne die oberste angucken. Ist eine Pilzbefall. Kommt die runter? Darf man die runter tun? Ja, ja, geht da. Und okay. Darfst jene Karte runter und alle anderen an dein Board legen. Okay. Was heißt 50-50? Ja, dann exhauste ich den mal mit 6 auf 2. Das ist dann die zweite reguläre Aktion. 8 auf 2, bitte nicht fehlen. Wenn du es geschafft. Nee, Unterschlupf. Unterschlupf. Bist du noch mal. Also 6 auf 2 wieder. 7 auf 2. So, und dann nehme ich jetzt die Karte raus. Überreste. Nice. Das hat gleich einen Effekt, ne? Dass du dann irgendwie auch noch. Bringe und kriegst deine Überreste bei deiner Spielzone ins Spiel. Falls die Karte besiegt wird, mische sie wieder rein, ist klar. Ein Schaden. Sobald dein Zug beginnt, nimm ein Schaden oder ein Horror. Okay, Horror. Du liest nur Horror? Ja. Okay, Schaden und Horror. Okay. Gut. Das heißt, ich muss da gar nicht mehr rübergehen. Wollen wir noch eine Runde spielen? Ne. Wir wissen noch nicht mal, wo der dritte Ort ist. Und wir haben hier 1, 2, 3 potenzielle Orte, wo der drunter ist. Ich glaube, das ist zu viel. So, verhandelt, exhausted, rübergegangen bin ich auch. Das heißt, ich habe noch eine Aktion, eine reguläre. Aber man kann sich ja mit den Dingern jetzt angucken, oder? Ja, wenn du an dem Ort bist, kannst du dir die oberste Karte unter dem Ding angucken. Ja. Bist du mit denen im Kampf? Nee, die sind zurückgehalten. Nee, Jäger. Ja, trotzdem zurück. Aber zurückhalten, genau. Jäger zurückhalten, die bleiben halt da. Macht wahrscheinlich Sinn, wollen wir jetzt zum Ausgang bewegen? Der kommt danach zu uns, ne? Ja. Nimm nur mal den Versuch. Wo gehst du denn? Ja, dann bleibe ich an dem Ort, dann habe ich den danach wieder im Kampf. So, dann geh weg, geh hier hin. Ja. Die sind auch noch Macker. Ja. Das Problem, ja genau, wichtig ist, dass dann noch einer hier steht, weil sonst habe ich den im Kampf. Na gut, ich gehe mal hier rüber. Der ist gewaltig. Den hat keiner im Kampf. Ah. Hm. Der steht für 2,20. Ja, gut. So. Irgendwas wollte ich gerade noch machen. Genau, hier war ein Gegner, ich kriege eine Aufladung zurück. Und ich bin durch. Ich mache jetzt. Also, du willst dich trotzdem dahin bewegen, ja? Ich hätte nicht so aufgeben. Ja, so den 2-2-Angriff kannst du noch nehmen. Wenn ich keinen Schaden bekomme durch die Begegnungskarte. Ja. Hier eins. Du musst mal weg werden von dem, ne? Ja, ich bin doch hier. Ich würde ja so gerne sagen, meinst du? Ich hätte auch gesagt, geh doch einfach außen rum. Ja. Also, aber dann kommt doch die, oder nicht? Der macht ja nicht, das ist zu leid. Achso. Ja. Ich geh jetzt mal hier hin. Dann gebe ich mir 3 aus. Also exakt so, ich bin generiert. Gehe ich mir 3 aus, gucken wir die nächste Karte an. Okay, das ist hier irgendwas, das ist nicht so geil. Die Wutkönigin ist hier. Du bist auch dran, ne? Jo. Der ist noch unentdeckt. Ja, da war ja die ganze Zeit diese Brutkönigin. Wenn ich nach oben gehe, kommt sie zu mir. Ne? Nö, du könntest auch, wenn der Bucher da stehen bleibt, könntest du bist auch dran, ne? Bin auch dran. Oder ihr geht beide nach oben oder wo? Ich gehe auf jeden Fall erstmal nach oben. Zack. Bewegen! Aber nur am Tag. Nachdem du
deinen Zug an diesem Ort beendet hast, nimm einen Horror. Ein Nupsi. Ich habe noch zwei Aktionen. Ich gucke immer die unterste bevor wir Gegnerstick an. Achso, ich habe vergessen, die Karte zu ziehen. Dann hätte ich nicht vergessen. Ja, die nehme ich auf jeden Fall. Kann nach oben, nach oben, sorry, nach oben, nach oben. Jetzt habe ich mir noch zwei Aktionen. Ja, ich bin eins. Heißt denn auch Humanoid Pestaus oder was ist das? Der Vater. Ah, das Kind. Ah, okay. Gibt es drei oder gibt es vier von den Dingern? Zwei Marker rein und dann decke zwei Hinweise. Ja, die Mutter hilft mir. Und die gebe ich aus, um hier nochmal runter zu gucken. Auch sowas, okay, gut. Dann die werden wir nicht haben. Dann wäre das letzte da rechts. Dann haben wir noch eine Aktion. Ich kann einfach. Moment, aber kommt das Ding nicht hier rüber? Mhm. Wer kommt was? Die dicke Larve. Ich spiele nochmal meine Gunst aus für schnell. Ja, die Frage, also ich gehe hier hin, wenn du den jetzt nicht tankst, weil ich weiß natürlich nicht, ob ich das überlebe, ne? Theoretisch den 5. Dann kriegst du aber die Larve in den Kopf. Welche? Die, ja. Ich kann theoretisch auch hochgehen und versuchen, dem Dicken zu entkommen. Besiegen können wir das Ding nicht mehr, ne? Das dicke Ding? Nein. Wie viel Schaden machst du? Ein Push, Gang, Angriff, Angriff. Boah, das schaffen wir nicht. Also, du musst auch denken, Hamburg kriegt pro Runde einen Horror. Alles gut. Also, ich habe 3, 3, 5, 2 Schaden, 6, 7. Eigentlich kann ich auch da hier rüber gehen und sterben möchte, glaube ich nicht. Wie viele Aktionen hast du noch? Außer die kommen irgendwie rüber. Wie viele Aktionen hast du noch? Eine. Ach, scheiße. Ich kann auch einfach hier rüber gehen. Dann kriegst du auch die Waffe. Ja, ja. Das kannst du nicht aufgeben. Das weiß ich. Ah, ich gehe trotzdem hin. Oder was willst du machen? Fangen wir mal so. Wo willst du am Ende stehen? Na, ich denke, ich gehe in den Ausgangsort und versuche, den Dicken zu entkommen. Der ist erschöpft, ne? Mhm. Ja. Dann gehe ich hin. Okay, bist du durch? Ja. Dann kriege ich einen Horror, weil ich diese blöde Dinger habe. Darf ich eine Karte ziehen? Cool. Dann spät. Dann erste Aktion gehe ich dahin. Zweite Aktion versuche ich ihm zu entkommen. Ich habe 4, 5, 6. 4, 5, 6, 7, 8. 9 zu 3. Oder ist der noch irgendwie größer, ne? Bei mir kommen nicht beim Dings, beim draufhauen. 9 zu 3. Dann kriege ich eine Aufladung drauf, bekommt die hier 2 Schaden und ich bekomme 2 Horror. Scheiße. Der greift nur dich an, ne? Karte zu. Ne, der greift alle an, der ist ja gewaltig. Nee, das alarmiert, das ist dir fehlgeschlagen. Es ist wie Zurückschlag. Achso, ja, ja, das geht auf mich. Ja. Okay. So. Dann werde ich jetzt wohl aufgeben, weil ich keinen Horror mehr tanken kann. Doch, ich kann ihm noch einen zugeben. Aber wenn ich es halt wieder faile, dann bin ich tot und du bist auch tot. Oder kannst du seinen Angriff nehmen? Warum bin ich auch tot? Weil er dann er greift dich ja in der Dings, in der Unterhaltsphase an. Ja. Aber das ist einen Angriff kann ich auf jeden Fall tanken. Okay, dann gebe ich auf, weil dann, wenn du einen Angriff tanken kannst, dann. Er schreibt für 2-2 zu, ne? Ich kann 2-1-1, 5-6, 1 geht. Ja. Die dürfen halt nicht noch irgendwie angreifen. Oh. Oh, gut. Das tun sie ja nicht, ne? Die kommen jetzt vielleicht hoch zu dir.
Dann bist du durch? Ja. So, dann nehme ich meinen Deckel 2-2. Zwei. Der hier geht hier hoch, der hier geht dahin und die kommen hier hin, aber machen erstmal nicht. Und der hier wird ready. Ich habe Leo, Leute. Ich habe Leo. Ich habe den auch hier hin drin. Ich habe Leo, Leute. Ich habe Leo. Ja, genau. Spiel ihn jetzt aus. Gib mir gerade eine extra Aktion. So, dann weiß ich, was oben liegt. Ja, Buch 2 gebe ich die beiden noch rein. Habe ich. Lege eine Kopf-Truhe ab. Selbst wenn du es nicht schaffst, ist es ja nicht so schlimm. Okay. Auch sie ist ziemlich komisch, Marker. Ich bin immer dran. Ja. Ich habe. Für jeden. Wie viele Unterschlupforte haben wir? 2. Der und der, glaube ich. Also, das ist einer und der hier müsste auch einer. Die, die wir aufgedeckt haben, ne? Ja, genau. Ja. Also 4. Also habe ich eine Pro von 5. Ne, 4. 5, 6, 7, 8. 8 zu 4. Das sind Insekten, ne? Die wir nicht mehr haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, also 4. Also ich hätte 8 zu 4. 8 zu 4. 2, 4, 4, 6, 7, 8. 8 zu 4. Also 8 minus 4. Zu 4 und minus 4, also geschafft. Ich weiß nicht. Okay, also ich habe eine Kopf-5-Probe, die wird für jeden Horror haben, den ich habe, aber eins einfacher. Das ist also eine Zweierprobe. 3 auf 2. Fehle. Und dann muss ich entweder Karten abwerfen, zufällige Karten von einer Hand, oder 3 Horror nehmen. Ich nehme mal die 3 Horror. Der Horror geht uns aus, geil. Dann gebe ich auf. Dann spiele ich den Leo aus. Erste Aktion, ich laufe hier hin. Zweite Aktion, ich laufe hier hin. Dritte Aktion, ich laufe hier hin. Vierte Aktion, ich gebe auf. Und ich muss nur einen Schaden nehmen. Das mache ich doch gerne noch. Okay, warum Schaden? Weil ich dieses Ding kontrolliert habe. Das triggert trotzdem noch? Ja, ja, man hat meinen Zugang. Ja. Achso, am Anfang des Zuges. Achso, ich dachte am Ende jetzt noch so. Ja gut, okay, wir haben 2 Dinger. Ich denke, geht schlechter. Ja. Dann haben wir hier... Das hat mir nicht so gut gefallen. Nee, das war das erste Szenario, das ich auch nicht gut fand. Der Geruch von Verwesung und Pheromonen der seltsamen Kreaturen vermischen sich zu einem einzigartigen, schrecklichen Gestank. Als du aus den Höhlen hinaustrittst, legst du die Überreste eines vermummten Mitglieds der Pearl-Familie nieder. Die säurehaltigen Rückstände ihrer seltsamen kristallinen Wucherung brennen auf deiner Haut. Der Anblick der Leichname ist schmerzhaft. Ihre Gesichter sind in stummem Schmerz erstarrt. Eine unsichtbare, schwere Präsenz erfüllt die Luft über ihnen, obwohl es keine Bewegung gibt. Kein Windhauch oder Staubwirbel. Aber irgendwas ist da doch in der Luft. Du spürst eine tiefe, bleierne Müdigkeit. Überprüfe die Anzahl kristalliner Überreste im Siegpunktstapel. Falls sich 3 Kristall befinden, A1. Ansonsten A2. Ob A1 oder 2, es gibt ein Siegpunkt mehr. Ich dachte, wir würden untersuchen, dass warum diese Familie verschwunden ist. Aber du legst die Überreste, die du bergen kannst, vorsichtig auf die Ladefläche von Theos himmelblauen Lastwagen. Die vielen Mineralienschichten machen sich gleichzeitig schwer und unglaublich spröde. Du weißt nicht, was die Körper der Pearl-Familie so missgestaltet hat, aber es ging sicher nicht schnell entstatten. Sie müssen schrecklich gelitten haben, bevor sie starben. Du dokumentierst die Überreste und ein paar Proben mit Kristallwucherung. Anschließend begräbst du die Überreste in einem flachen Graben an der Fuße des Pearl-Hügels. Im Kampagnenlogbuch wird notiert, die Überreste wurden teilweise wiederbeschafft. Nachdem du die Pearl-Hügel hinter dir gelassen hast, studierst du Susan Pearls Tagebuch. Es beschreibt die Anfänge sowie das Ende von Susan Pearls Investitionen in die Landwirtschaft und den Bergbau auf Hemlock Isle über eine Dekade hinweg bis zum verhängnisvollen 1906. Außergeschäftlichen Einträgen stehen im Tagebuch auch immer wieder niedergeschriebene Gebete, Abbildungen von Vögeln sowie gelegentliche Beschreibungen des seltsamen Kaninchenbaus unter den Pearl-Hügeln.
In anderen Einträgen ist die Rede von sich ausbreitenden Krankheiten unter den Plantagearbeitern und der Familie Pearl sowie von wiederholten Schwierigkeiten beim Bergbau. Der letzte Eintrag geschrieben in einem langfahrig wirkenden Gekritzel erregt deine Aufmerksamkeit. Ich bin bis heute nicht sicher, ob das, was ich erlebt habe, ein Traum oder eine Vision war. Um Mitternacht wachte ich mit einem unheimlichen Gefühl auf, beobachtet zu werden. Und als ich die Augen öffnete, sah ich in die Ecke meines Zimmers eine blasse Kugel aus blirrendem Licht, die tanzt, wie etwas aus einem Märchen. Direkt als ich sie erblickte, flog das Ding aus dem Fenster und ich folgte ihr in die Obstplantage hinaus. Was ich dort sah, kann ich nur als ein Wunder bezeichnen. 100 weitere Feenlichter tanzten zwischen den Bäumen. Als ich die Lichter weiter beobachtete, wurden sie immer heller und ich hatte fast das Gefühl zu fliegen. Ein berauschendes Glücksgefühl überkam meinen Verstand und ich fühlte mich irgendwie anders. Als gäbe es da ein anderes Ich, 5 andere Ichs, die in meiner Brust schlugen. Und als ich zu den Bäumen schaute, sah ich mich selbst in ihnen. In all dem hier. Stark und dick, mit verknoteter Rinde und Ästen als Arme. Ich sah mich selbst, meinen Platz in der ganzen Schöpfung. Und all meine Ängste um Ezra und die Mine, um unsere Gesundheit schmolzen dahin. Ich kannte nur noch Freude, solche Freude. Ich bin die Augen, alle Augen, die sehen. Ich bin die Brillanz. Susan Pearl, 20. Juni 1906. Im Kampagnenlogbuch wird notiert, Madame Pearls Tagebuch wurde wieder beschafft. Auflösung 4. Skitronic-Feldforschung, Juni 1926. Mitglieder Marquez, Musgrave, et al. Pearl-Hügel untersucht. Nördliche Hügel wurden von unbekannten Ereignissen verwüstet. Andauernde Verunreinigungen führten zu Mineralisation und Kristallisation von organischem Leben. Hiesige Höhlen von einer Kolonie riesiger Insekten überrannt. Insekten weisen Verhaltensweisen und Physiologie sowohl von Wespen als auch von Termiten auf. Weitere Untersuchungen nötig. Jeder Ermittler verdient Erfahrungspunkte in Höhe des Sieg-X-Wertes, das ist 2 nehme ich an, im Siegpunktstapel. Jeder Ermittler darf jetzt seine Erfahrungspunkte ausgeben, die im Kampagnenlogbuch oder nicht ausgegebene EP notiert sind. Hake im Abschnitt untersuchte Gebiete im Kampagnenlogbuch die Pearl-Hügel ab. Überprüfe das Kampagnenlogbuch, falls es Nacht 2 ist. Ist jetzt noch 2, ja, ne? Mhm. Fahre mit Vorspiel Anbruch des letzten Tages fort, Seite 51. Gut, das war's mit den Pearl-Hügeln. Ja, sehen wir erfolgreich. Also, krass ist, dass halt so zwischen 1 und 2 Unterschiede gemacht worden ist. Hätte man mal 1 auch schon mal. Ja, richtig. Ja, wir hätten ziemlich schnell auch schon beenden können, das Ganze. Na ja, gut. Ja. Weiß man vorher nicht, beim nächsten Mal ist man schlauer. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Lasst uns gerne ein Abo und ein Like da und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ciao. Ciao, ciao.